What's up? It's Jeff Cobb, and you're listening to Wrestling Talk Radio. Hallo und herzlich willkommen im Wrestling Talk Radio zu einer neuen Ausgabe von What If Unscripted, der Sendung, in der wir irgendein Ereignis aus der Wrestling-Geschichte uns herausschnappen, es verändern oder sonst irgendwie umbucken und schauen, was könnte von diesem Punkt aus gesehen passieren in der Wrestling-Geschichte. Ich bin der Sven, euer Pumper der Herzen, und mit mir am Start ist heute der Basti. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Hallo Basti, wie geht's dir? Ja, gut. Ich habe ein bisschen überlegt, was ich so thematisch unterbringen möchte. Und durch vieles Catchen gucken in der letzten Zeit kommt man dann so ein bisschen auf Gedanken. Und ja, im Moment ganz viele Leute Wechselgedanken angeblich haben. Da kam mir das dann so ein bisschen. Schön, wenn es dir kommt. Das ist immer gut. Richtig. Ja, ich habe auch so ein Thema, was mir unter den Nägeln brennt, schon seit ein paar Wochen. Deswegen war es mir irgendwo ein wichtiges Anliegen, heute dabei zu sein. Und wir haben uns gedacht, der Alex kann auch nicht schaden. Der kann auch mal wieder ein bisschen sein Stimmchen über den Äther jagen. Gute. Ich grüße euch. Bei dir auch alles gut? Ja, weißt du, Unkraut vergeht nicht. Also alles okay. Alles okay. Sehr schön. Auch du hast ein Thema? Ich habe ein sehr schönes Thema. Und auch ein aktuelles Thema. Das ist schön. Oder es wird aktuell. Ist immer so. Es ist nur so ein bisschen Zukunftsmusik. Gut, dann, so wie ich das jetzt hier gesehen habe. Wir haben ja bei der letzten Ausgabe von What If Unscripted das Konzept ein kleines bisschen geändert. Wir sind ja mittlerweile dazu übergegangen, dass wir uns die Themen unmittelbar vor der Sendung sagen, sodass wir uns jeder für ein paar Momente Gedanken machen können, dass wir nicht ganz mit heruntergelassenen Hosen dastehen, weil das machen wir nur bei Minoru Suzuki-Matches, das ist mehr. Aber zu viel Zeit zum Überlegen hat man auch nicht, und deswegen würde ich sagen, wir springen direkt rein in unsere erste Themenrunde, und ich gebe nicht den Löffel ab, sondern das Ruder weiter an den Basti. Dein Thema, Basti. Ja, also wir gehen in das Jahr 1995, und zwar Mitte 1995. Und es geht nicht um die WWE, sondern es geht um die WCW. Und zwar war zu diesem Zeitpunkt der Vizepräsident der Company war Eric Bischoff. Und der hat in der Personalie Stunning Steve Austin nicht viel gesehen und ihn als nicht vermarktungsfähig bezeichnet. Was mehr oder weniger dann auch zur Entlassung von Austin geführt hat, der zu dem Zeitpunkt in einer Verletzung war und gar nicht eingesetzt werden konnte. Und er dann, das war, wie so schön er sagte in der ECW-Dokumentation, The Rise and Fall of ECW, I sit home and drink beer. Und dann hat ihn zu dem Zeitpunkt Paul Heyman, der sein ehemaliger Manager war in der WCW, angerufen, der zu diesem Zeitpunkt schon einer der Geschäftsführer von ECW war und sagte, hey, sitzt ja nur rum, kannst du auch was machen. Ja, dann haben die sich halt darauf geeinigt, dass er bis Ende 1995 diesen Vertrag unterschreibt, und dann wollte man sehen, ob das darüber hinausgeht. Aber auch das ist ja anders gekommen. Austin ist bekanntlich in die WWF gegangen und wurde der Ringmaster unter Begleitung von Ted DiBiase, und ja, der Rest mit Austin, ne, John 316, ne, und Austin 316 says, I just whooped your ass. Das ist halt alles dann Zukunftsmusik gewesen und lang und breit und schmutzig bekannt. Aber meine Frage wäre jetzt einfach gewesen, was wäre passiert, wenn Stunning Steve Austin, ja, wenn Eric Bischoff gedacht hätte, ja, also vielleicht ist er jetzt kein Main-Event-Material, aber für ein US-Title, Mid-Card-Gedöns, nochmal Tag-Team wieder rein, vielleicht eine Rolle irgendwie in einem Stable in der Zukunft irgendwo. Wir brauchen den auf jeden Fall als der ist jung, der kann arbeiten, ne? Der ist willig, und den brauchen wir auf jeden Fall. Und er hätte niemals die WCW verlassen bis ja zum tragischen Tod der WCW. Was wäre passiert in alle Richtungen halt? Was wäre aus Austin? Was glaubt ihr, was wäre aus Austin geworden? Was wäre mit der WWF geworden? Hätte die ECW
was wäre aber eigentlich passiert, wenn der bei der ECW nicht aufgetaucht wäre? Das sind so Sachen, die einen umtreiben in der Welt. Sagt er dazu. Alex, willst du oder soll ich? Fang du an. Das habe ich mir fast gedacht. Ja, also, als allererstes mal muss man sagen, dass Stone Cold so ein großer Erfolg geworden ist, wie er letztendlich geworden ist in der WWF oder WWE, ist halt auch wieder irgendwo so ein Beispiel dafür, dass Namen halt doch Leute machen im Wrestling, ne? Weil Chili McFreeze oder Ice Decker hätten es nie so weit geschafft. Jetzt, um auf dein Thema einzugehen, wir ändern jetzt nur, Austin bleibt da, wo er ist. Genau. Ansonsten passiert alles genau weiter, wie es passiert ist. Ja, bis auf halt einfach, dass die Dinge, die mit Austin dann halt in der WWF, also ECW und WWF danach passieren, halt nicht passieren würden. Ja, dann sehe ich erstmal ein ganz, 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 ganz großes Problem. Für ihn zukommen ja 96 und das nennt sich mit drei Buchstaben NWO. Mhm. Und mit der NWO kommen ganz, 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 ganz viele WWF-Outcasts dazu, ehemalige WWF-Leute, haufenweise Main-Event-Egos kommen dazu, die ihm mit Sicherheit massiv im Weg sind, um als Star größer zu werden, als er es geworden ist. Ja, also er wird an einem Hogan, an einem Nash, an einem Macho Man, an einem Hall, auch an einem Sting, wie sie alle heißen, vermutlich nicht vorbeikommen. Ja, also er wird halt das meiner Meinung nach sein, was man heutzutage im Jahr 2019 über einen Sean Spears sagt, ne? A good hand. Ja, und wird halt bestenfalls so im US-Title-Contendership rumrennen. Im schlimmsten Fall wird er halt einer von vielen in der NWO. Auch das durchaus nicht unwahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich so unter der Regentschaft von Stevie Ray im B-Team, wo er dann mit Horace Hogan taggen kann, keine Ahnung. Aber grundsätzlich sehe ich halt das Problem, wenn er in der WCW bleibt, hat er keine großen Entwicklungschancen. Da ist einfach nicht so viel Luft nach oben. Es war schon richtig, dass er diese Umgebung verlassen hat letztendlich, um eben sich zu verwirklichen. Dass er eben genau vergleichbar mit der aktuellen Situation, dass du ja jetzt eben auch so weit bist, dass Leute angeblich die WWE verlassen möchten, aber eben keine Freigabe bekommen, die Verträge nicht aufgelöst werden, weil da könnten sie ja woanders hingehen und eventuell Stars werden. Ja, also ich würde tatsächlich vermuten, wenn Bischof ansatzweise sowas wie Wert in Austin erkannt hätte, hätte ihn einfach unter Vertrag behalten, hätte ihn einfach dort vor sich hin wursteln lassen, in bedeutungslosen Storylines stecken lassen. Und ja, die Personalie Steve Austin wäre vermutlich ein Wrestler, der wahrscheinlich auch noch deutlich länger gewrestelt hätte, als es effektiv hat. Ja, weil dann hätten wir auch diesen verunglückten Piledriver 1997 nicht in der Geschichte dabei gehabt. Ne? Dann wäre auch der Nacken vermutlich gesünder. Also wir hätten eventuell länger was an einem Wrestler Austin gehabt, aber halt nicht in den Ausmaßen und in den Dimensionen, wie er halt letztendlich eingeschlagen ist. Wahrscheinlich eher so Richtung Kurt Hennig halt so. Ne? Ein guter Wrestler, ja, was also jetzt nicht, natürlich nicht so technisch, ne? Aber er wäre durchaus ein guter Storyteller gewesen. Ja. So. Ja. Aber halt wie gesagt, irgendwo komplett untergegangen in diesem mega aufgeblasenen Roster der Mitte der 90er und dann auch Ende der 90er unter WCW-Banner lief. Weißt du, weil gerade wenn du dann Richtung Ende der 90er gehst, ja, und dann Leute aus dem Powerplant hochkommen, dann ist er dann halt auch in der undankbaren Rolle, dass viele ältere Stars eventuell dann nicht mehr da sind, aber er dann halt schon einer von diesen abgefuckten Veteranen ist, die dann halt nur, in Anführungszeichen, Good Hand Status haben und dann halt an die jungen Leute verfüttert werden. Also dann Reno überbringen muss. Genau. Oder Sean Stasiak. Ja. Oder wie sie alle heißen. Mike Sanders. Mike Sanders, genau. Und sich gegen Disco hinlegen, so ein Scheiß. Ja, was mit der WWF passiert wäre, aus meiner Sicht,
dieser Initialfunke, den es ja 97 ausgelöst hat, den hätte es in der Form nicht gegeben. Du hättest immer noch die Ex gehabt und du hättest immer noch die Fehde, die Ex gegen Hart Foundation vermutlich gehabt, aber Bret Hart ist ja auch just an diesem Austin-Charakter so stark gewachsen als Heel im Jahr 97 und das fehlt halt auch, um diese Edginess in Bret Hart reinzubekommen. Es ist schwierig, also wenn du ihn rausnimmst, dann müssen wir auch die Komponente The Rock besprechen. The Rock hat dann halt auch nicht diesen Rivalen, den er immer hatte. Nee, oder? Das definitiv nicht. Also da fehlt dann alles, ja. Ja, also das ist alles nicht zu verachten. Aber jetzt würde ich gerne mal einen Alex weiter hören an der Stelle. Während gerade der anonyme Raw General Manager sein Statement abgibt. Professionell wie immer die Handys an. Die wichtigsten Stichpunkte hast du eigentlich gebracht, weil ich sehe es eigentlich genauso. Also an einem Hall, Nash, Hogan wäre niemals vorbeigekommen. Und wenn er sich noch so viel den Arsch abgearbeitet hätte, dieses Standing hätte er niemals bekommen. Er wäre wahrscheinlich einer von vielen in der NWO gewesen, irgendwann früher oder später, wo dann irgendwann jeder mal drin gewesen ist. Da wäre nichts passiert. Und vor allem darf man auch nicht vergessen, der WCW gab es ja auch noch nicht den Stone Cold Steve Austin, das war noch ein anderer Charakter, da hatte noch Haare und so. Der Ringmaster, dieses Gimmick hätte auch nicht funktioniert. Selbst wenn man auf die Idee gekommen wäre, ihm dieses Stone Cold Gimmick zu geben, wenn man ihm die Freiheiten gegeben hätte, dieses Stone Cold Gimmick auch in der WCW auszuleben, wenn er einfach frei Schnauze, wie es der WWF dann damals gemacht hat, so gemacht hat, hätte, glaube ich, in dem WCW-Produkt von damals nicht funktioniert. Also spätestens wenn er vielleicht doch overgekommen wäre, hätten ihm dann gewisse andere Herrschaften mit ihrer Backstage-Politik mit Sicherheit auch einen Strich wieder durch die Rechnung gemacht. Also, dass da ein Austin dann populärer wird als ein Hogan zum Beispiel, das hätte ein Hogan ja nie zugelassen. Auch ein Nash, man kennt ja die Geschichten, was die für Einflüsse damals hatten und so weiter. Austin wäre, wie du es gesagt hast, mit Sicherheit ein guter, solider Wrestler gewesen für die Midcard oder dann vielleicht später mal für die NWO vielleicht ein guter Wrestler gewesen, so, aber er wäre doch nie rausgestochen aus diesem ganzen Pull der ganzen Wrestler und dann, nachdem die NWO immer größer und größer wurde, also auch Sting habe ich jetzt vergessen, da wäre er doch nie vorbeigekommen. Egal, was er gemacht hätte, hätte so nicht funktioniert. Ich würde sogar vielleicht behaupten, dass es selbst in der WWF nicht richtig funktioniert hätte, wenn er nicht irgendwann dieses Stone Cold Gimmick ausgepackt hat. Wurde zwar schon in der ECW so leicht entwickelt, da hieß es ja Extreme Superstar Steve Austin, glaube ich. Ja, ja, genau. Das war so der Vorgänger vom Stone Cold Gimmick und das wurde dann weiterentwickelt zum Stone Cold Gimmick, aber da ist natürlich das Gimmick war auf jeden Fall für Austin wichtig. Einfach, man musste ihn das machen lassen, was er halt einfach kann, dieses Reden, freie Schnauze, die Mittelfinger hochziehen, Bier trinken, einfach. Er war halt einfach ein Mann und er war halt einfach und so ein Gimmick spricht halt einfach eine gewisse Zielgruppe an, dass es nicht die 12-Jährigen anspricht, irgendwo ist klar, aber es spricht halt diese heranwachsenden Jugendlichen an, diese Halbstarken und es hat halt zur damaligen Zeit perfekt gepasst und deswegen ist auch dann Austin so groß geworden und die WWF hatte halt damals sowieso die Probleme, deswegen kam halt dieses Stone Cold Steve Austin Gimmick eigentlich genau zur rechten Zeit und das war genau das, was die WWF gebraucht hätte. Wenn Stone Cold nie in der WWF gewesen wäre oder in der Form, ich meine, ich habe ja Anfang des Jahres mal ein bisschen Attitude aufgeholt, ich habe dann ab 97 oder Ende 96 angefangen und habe dann 97 bis jetzt, ich bin jetzt leider immer noch bei 98 irgendwo stehen geblieben, so mal die ganze Sache angeguckt und eben das habe ich ja genau gesehen, wie Stone Cold groß geworden ist und wie wichtig der eigentlich fürs Produkt war und die haben ja teilweise Stone Cold, es war ja teilweise wirklich oder größtenteils diese 97er Jahr hat sich ja alles um Stone Cold gedreht. Also dieses ganze Jahr 97 wäre ja ohne Steve Austin ja wäre ja nichts gewesen. The Rock war ja noch nicht so weit. Auch ein Triple H war noch nicht so weit. Es fing ja auch erst alles an mit der DX-Zeit. Er hat ja damals noch kleinere Fäden gehabt. Und The Rock war ja noch im Nation of Domination. Also wäre Austin in der WWF nicht gewesen zu der Zeitpunkt, ab 96, wo er richtig langsam groß geworden ist mit Austin 316, mit dem King of the Ring Ding, hätte WWF ein riesiges Problem gehabt, 97, weil erst so Ende 97 wurde dann The Rock erstmal so richtig groß, Triple H wurde immer wichtiger, die neue DX wurde ja formiert dann eben und dann eben Undertaker, Kane, dann kamen erstmal die anderen
wichtigen Personen im WWF-Produkt, aber 97 ohne Austin hätte nicht funktioniert. Ich glaube, das wäre da, ich will nicht sagen, dass die WWF untergegangen wäre, aber die hätten gewaltige Probleme gekommen, wenn Austin nicht in die WWF gegangen wäre. Für diesen Charakter des Mr. McMahon überhaupt keinen wirklich Antagonisten ja, irgendwie ganz gehabt. Ganz genau, das wäre so wichtig, also Austin wäre ja ungemein wichtig. Ja, wahrscheinlich hätte man damit einfach nichts machen können. Wer hätte sich denn dahingestellt? Wer hatte denn da das Standing, so ein abgefuckter Outlaw zu sein? Ja. Weil, wenn du da halt mal in das Teilnehmerfeld von 96 zum Beispiel vom links reinguckst, vom King of the Ring, ja, das ist nett, ne? Würde ich sagen. Aber da einen Mark Merrow oder einen Savio Vega. Never. Also. Auch von den anderen Seiten. Also klar, ein Owen Hart, aber Owen Hart war ja auch schon, ja, quasi durch. Mehr oder weniger. Auserzählt. Fast. Jein. Also Owen Hart hat halt diese unglaublich starke Phase 94 gehabt mit der Bruderfehde. Oh ja. Und Owen Hart hat eine zweite unglaublich starke Phase gehabt, nachdem eben die ganze Hart Foundation die Liga verlassen hat und er der letzte Hart war in der Familie. Da hätte man auch nochmal was mit ihm anstellen können. Aber der Outlaw wäre er nicht geworden, weil es halt auch irgendwo nicht zu ihm gepasst hat. Weil das haben wir ja auch in der Time Machine besprochen, wo wir über den Todessturz gesprochen haben. Over the Edge. Over the Edge, genau, danke. Dieser Owen Hart ist ja so ein Familienmensch, so ein eigentlich relativ konservativer Familienmensch, der hätte sich in dieser Rolle gar nicht wohlgefühlt. Und dann wirkt das Ganze auch einfach nicht authentisch. Nee. Wenn er hier den Outlaw geben soll. Und das war ja in der Fehde mit Stone Cold schon ein Problem, wo er dieses T-Shirt getragen hat. Was war schon da drauf mit 316? I just broke your neck. Ja, genau, das war ja, da hat man schon gemerkt, dass sich eigentlich komplett unwohl fühlt, damit auch noch hausieren zu gehen, dass es ja toll war, Austin den Nacken zu brechen. Das war ja überhaupt nicht sein Ding. Man hat es gemerkt, er hat sich da nicht wohl gefühlt und deswegen kannst du ihm so ein Outlaw-Gimmick auch nicht wirklich abkaufen. Vor allem war halt Owen zu dem Zeitpunkt auch schon viel zu lang in der Liga, als dass du ihm auf einmal diesen Wandel hättest abnehmen können. Ja, ja, der war ja seit Jahren etabliert. Und Austin ist halt 96 reingekommen, ist 97 dann zum Durchstarter geworden und 98 war er der Topstar. Ja, da ging es halt von 0 auf 100. Wie gesagt, Name sei Dank, weil Chili McFreeze, naja. Ja, aber er ist ja sozusagen, wenn man weitergeht, halt an so ein The Rock und halt Triple H und Mick Foley und so. Klar, Mick Foley vielleicht nicht unbedingt. Aber die haben sich ja auch nochmal an dem Namen hochgezogen, ne? Also, das ist halt auch einfach Dreh- und Angelpunkt dieser Zeit gewesen. Ja, weil es halt auch historisch so ist, dass die WWE immer irgendwo zwei Leute an der Spitze hatte, die sich gegenseitig hochgezogen haben und an denen du noch weitere Leute hochziehen konntest. Ja? Das war Hogan und Macho Man, Hogan und der Warrior, Bret und Shawn, dann zwischenzeitlich ganz kurz Shawn und Austin und dann Austin und The Rock. Und dann ist auf einmal irgendwie nur noch Cena da gewesen. Ja, also es war schon wichtig, dass du auch immer zwei hast, die eben diesen Rivalenstatus auch haben, an denen die Fans sich auch ein bisschen reiben können. Weißt du, dass es dann eben das Lager gibt von Fans, die sagen, wow, ich bin voll der Austin-Mark und Rock ist mir zu glatt und eben umgekehrt. Ja. Und ich denke halt, dass diese Personalie unglaublich wichtig war. Die war auch unglaublich wichtig tatsächlich für die ECW, auch wenn er nur kurz dort war. Weil er damit eben mit seinen zwei, drei Promos, die er dort gehalten hat, unglaublich viel Interesse generiert hat. Ja, weil es war halt ein relativ bekannter Mainstream-Name, der auf einmal dort da war. Der ist, weißt du, der halt ein US-Champion, ein TV-Champion, ein Tag-Team-Champion war und auf einmal kommt er rein und sagt, ich bin der geilste Typ überhaupt. Das war ein Statement und ich meine, man darf nicht vergessen, er hat Mikey Whipwreck halt komplett overgebracht. Ja. Geile Segmente, wo er sich da dann als Hogan verkleidet oder als Bischof, also das ist schon... Mhm. Ja,
es ist, wie gesagt, also ich glaube, dass die WWF, also was Alex gesagt hat, finde ich sehr gut, dass die WWF ein richtig großes Problem irgendwann bekommen hätte. Ja, aber es war halt, wie gesagt, der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort, ne? Deswegen, also es hätte vielleicht auch noch andere gegeben, die da diese Lücken dann hätten füllen können. Aber wie gesagt, willst du es einem Savio Vega zutrauen? Der Einzige, der vielleicht noch profitiert hätte, wenn kein Austin da gewesen wäre, wäre vielleicht Triple H. Nee. Ich weiß es nicht. Ich weiß oder nicht, vielleicht so. Mankind tatsächlich. Ja, aber ich meine, das Mankind. Oder Mankind hat ja unglaublich viel vom Undertaker profitiert. Das ist ja das. Also das gerade die ersten zwei Jahre, ja. Von der Karriere von Mick Foley in der Liga war ja fast ständig mit dem Undertaker verbandelt, ja. Ja. Undertaker ist übrigens auch ein unglaublich wichtiger Name, der von Austin sehr profitiert hat. Also die Undertaker vs. Steve Austin-Fehde ging ja auch über weite Strecken von 98, 99, ja, mit Kane noch mit reingemischt. Das sind halt auch wichtige Faktoren. Also, ich meine, das passt dann jetzt auch, um jetzt da mal so ein bisschen in den Bogen zu jetzt zu spannen, dass der Undertaker jetzt dann eben auch der erste Gast ist von Austins Podcast auf dem Network. Stimmt, der hat jetzt eine neue Show, ne? Richtig. Also praktisch sein Podcast-Reboot quasi. Naja. Also es ist schon wichtig, aber wenn du halt mal guckst, wer denn sozusagen in der Zeit um 96 herum. Ich habe jetzt mal einfach den Pay-Per-View vor dem King of the Ring und danach so die Main-Events. Also wir haben da In Your House, welches ist das? Beware of Dogs. Dog. Da steht, ach nee, das ist ein Dark-Match, Michaels gegen den Bulldog. Ja. Das ist deswegen Dark-Match, weil der Strom ausgefallen ist. Ach, das war die Nummer. Beware of Dog gab's zweimal. Ah, ja, stimmt. Ja. Das ist eine Show, über die ich auch gerne mal sprechen möchte. Also die hatte ich auch schon in der engeren Auswahl für eine Time Machine, aber da ist irgendwie was anderes dazwischen gekommen. Aber ich kann mich grob daran erinnern, dass ihr schon mal drüber gesprochen habt. Ja, okay. I see what you did. Ansonsten, danach war halt In Your House 9 International Incident. Gut, der ist jetzt halt vielleicht nicht sonderlich aussagekräftig. Der findet halt in Kanada statt. Und hat halt nicht so viel zu bieten, wenn man da jetzt mal hinguckt. Da hat Austin halt Mark Merrow besiegt. War jetzt halt auch nicht so. Aber dann steht halt Shawn Michaels und Vader danach beim SummerSlam im Main Event, ne? Ja, aber ich meine, bei Vader. Vader ist halt nie angekommen. Nee. Vader ist halt wirklich leider nie angekommen und hätte so ein geiles Monster werden können in der WWF, WWE. Weißt du, wenn wir über altes Wrestling reden, falle ich immer in dieses WWF-Schema rein. Ja. Aber der hat halt, also authentisch. Ich fand halt, Vader wirkte da schon ein bisschen aus der Zeit gefallen. Er hatte halt immer diesen, also ich kenne ihn ja halt, ne, WCW-Kind, ne, dieses Monster, was da rumschreit und Ric Flair verprügelt. Ne, und halt alles so ein bisschen altbackend aussieht manchmal auch. Ja, auch in der Retrospektive sieht WCW um die Zeit rum so 93, 94, 95 richtig altbacken aus. Selbst für die Zeit. Und Vader wirkt irgendwie komplett fehl am Platz in der WWF, finde ich. Also so wirklich komplett. Da hätte man irgendwas machen müssen an seinem Outfit. Die Maske vielleicht irgendwie verändern müssen oder weglassen und das Outfit umdrehen, so wirkt er halt einfach so 0815. Monster. Mhm. Weil ich halt eben die Attitude Era mir angucke, momentan oder jetzt mal wieder anfangen, 97 bin ich ja eben, da hat Basti eigentlich genau den richtigen Punkt erzählt. Er wirkt halt, er ist irgendwie immer da gewesen, aber er wurde eigentlich nicht, also für das, wie er die Größe, die Masse, die er mitbringt, überhaupt nicht mehr ernst genommen. Der wurde ja überall attackiert, dann hat er irgendwo ein Safe gemacht, dann hat er ein Match gehabt, das hat er aber meistens auch wieder verloren. Der war ja komplett eigentlich, der war ja völlig unrelevant im Produkt, als Vader, als Typ Vader, mit der Story, WCW und so weiter und so weiter. Der war ja völlig unrelevant in diesem Produkt. Da habe ich mir gedacht, okay, wie kann man eigentlich einen Typ wie Vader so
muss ich sagen, billig darstellen. Du könntest so viel mit ihm machen, aber du hast nichts mit ihm gemacht. Er war völlig uninteressant. Er wurde von Kane vermöbelt, er wurde vom Undertaker vermöbelt, er wurde eigentlich von jedem vermöbelt. Und ich habe es eigentlich nicht verstanden, wie man einen Charakter wie Vader eigentlich so untergehen lassen kann. Aber wie gesagt, wenn du halt auf die Karte so rumguckst, ich sehe da halt keinen, der diesen Slot, also der nicht da gewesen wäre von Austin, irgendwie in einer Retrospektive gleichwertig ausfüllen kann. Das kann Psycho Sid nicht, das kann Goldust nicht. Von Jake Roberts brauchen wir gar nicht reden. Savio Vega, auch nicht. Hunter war noch nicht so weit, er war noch zu sehr in seinem Blue Blood Gimmick drin. Du hättest vielleicht noch Sean, aber Sean war schon ein Star. Ja. Richtig. Vielleicht der Bulldog, aber Bulldog ist halt relativ, ich sag mal, unzuverlässig gewesen zu dem Zeitpunkt mit seiner Gesundheit und seinen persönlichen Dämonen. Farouk, aber ja. Der war aber auch, glaube ich, erst gerade so da, ne? Farouk? Farouk ist da relativ frisch dann da, ja. Als noch als Gladiator, ne? Mhm. Furchtbar. Instant gekillt. Ja, denn ansonsten ist der, da Roster halt war, der Roster war einfach schwach bis jetzt, noch ehrlich. Ja, das ist halt, diese Endphase, der Gimmick-Kack-Zeit. Ja. Bevor es dann eben 97 halt richtig edgy werden muss. Ganz genau. Also wo man dann halt auch hergeht und alles an die Wand schmeißt, dann in der Attitude-Ära und schaut, was kleben bleibt. Und erschreckenderweise bleibt sehr viel Zeug kleben. Wo du dir heutzutage denkst, Alter, wie konnte das funktionieren? Ja, ist richtig. Es ist halt schwierig. Und ich glaube halt einfach, dass die WWF irgendwann ein Problem gekriegt hat, spätestens ab dem Zeitpunkt, wo sich dann halt die NWO gründet. Wäre das vielleicht auf lange Sicht anders ausgegangen. Unabhängig davon, ob Austin bei der WCW ein Star geworden wäre oder halt einfach irgendwann mit Tank Abbott im Team rumgedödelt und getanzt hätte. Die Frage ist, ob es überhaupt die Attitude Era in der Form so gegeben hätte. Wahrscheinlich nämlich nicht. Weil da haben sie erst gemerkt, dass so ein Typ, so ein Outlaw, der auf alles scheißt, dass der einfach Bier trinkt, einfach flotte Sprüche rauszieht, der Leute beleidigt, der einfach sein Ding durchzieht, einfach gut ankommt. Und darauf hat man gemerkt, okay, es funktioniert. Wir richten mal das Versuchen, mit immer mehr das Produkt danach auszurichten. Eben aber halt auch mehr Glück als Verstand, dass halt sozusagen kurz vorher doch der Montreal Screwjob war, wo du halt diesen Charakter Mr. McMahon gebildet hast als den bösen Boss. Der sonst hätte Austin ja auch, ja, wäre halt vielleicht ein Rebell gewesen, ne? Der rumsteht, Bier trinkt und dir den Mittelfinger zeigt, aber hätte er einen richtigen Gegner gehabt, wenn das nicht passiert? Nee. Ja, aber ich meine, der Schlüsselmoment ist doch irgendwo WrestleMania 13, wo er gegen Bret Hart antritt. Gegen Bret, ja. Und im Sharpshooter einfach verblutet. Richtig. Und nicht aufgibt. Ja, wo dieser Double Turn durchgeführt wird, wo den Fans bewusst gemacht wird, was für ein harter Hund der Kerl ist. Mhm. Ja, wie du ganz organisch hier Bret Heel turnst, Austin Face und dann übers ganze Jahr 97 machen die beiden ja Jagd aufeinander. Ja, das ist ein Highlight überhaupt, sich die ganzen Backstage-Segmente anzugucken, wenn Austin in Locker-Room der Hart Foundation reinstürmt, einfach um Brad eine mitzugeben, dafür aber von fünf Leuten dann zusammengeschlagen wird. Und er rennt immer wieder rein und holt sich wieder eine ab. Und die Fans fressen ihm aus der Hand. Und diesen Moment, dieses Spotlight, das hätte er in der WCW mit Sicherheit nicht bekommen. Nein, hätte er auch. Jetzt stell dir mal vor, ja, nehmen wir mal genau diese Situation. Ja, du möchtest ein kleines bisschen Spotlight auf Steve Austin packen in der WCW 96, 97 und du lässt ihn in den Lockerroom der NWO stürmen. Also, wenn da keine sprichwörtlichen Schaufeln stehen, dann wird er anderweitig begraben. Du glaubst nicht, dass Hogan einen Bump nimmt für den Austin? Er wäre schon an der Tür gescheitert. Das hat er mit Sting, also wenn man es so gemacht hätte, das hätte auch eigentlich theoretisch mit Sting auch nicht so funktioniert. Der Surferboy Sting hat ja da auch nicht funktioniert. Da musste man erst die Krähe Sting auspacken und dann da ein Wolfpack Sting und so weiter. Selbst das hat ja nicht so funktioniert. Also egal, wen du da reingestellt hättest als Rebell, das hätte niemals funktioniert. Ja, am Ende war es dann halt so ein bisschen Diamond Dallas Page. Ja. Aber auch nur bis zu einem gewissen Grad halt irgendwo. Natürlich, natürlich. Aber halt auch nur, weil Macho Man es zugelassen hat. Ne? Weil so Savage hat sich ja
hingelegt wie sonst was für Page. Richtig. Also da ist ein ganz, ganz großer Anteil, liegt da meiner Meinung nach bei Macho Man, dass das Page so groß geworden ist, wie er groß geworden ist. Aber ganz wichtiger Punkt eben, der Surfers-Ding hätte nie irgendwo als Nemesis von Hollywood Hogan gelten können. Ja, und das hätte nicht gepasst. Nee, das wäre einfach nichts geworden. Und das Problem war halt auch das, dass die NWO, ja, das waren Heels, aber die sind halt auch als cool und unbesiegbar dargestellt worden. Das haben wir ja auch schon so oft kritisiert hier im WTR, dass die WCW-Leute, also alle, die gegen die NWO waren, ja auch dargestellt worden sind wie die letzten Dullis. Und wer möchte denn bitte wie ein Dulli dargestellt werden? Eben. Ja, also da hättest du dich noch so sehr anstrengen können. Die bösen Jungs waren halt cool im Jahr 96. Und das ist halt auch genau das, was man ja dann eben auch mit dem Outlaw Austin in der WWE, WWF, wie auch immer, umsetzt. Er ist nicht mehr schwarz oder weiß. Das ist 50 Shades of Grey, was da am Start ist. Ja, das stimmt. Also, es wäre halt einfach, also das ist wirklich so eine Personalie, die die Welt verändert, die Wrestling-Welt verändert hat. Definitiv. Eine der wenigen, würde ich mal sagen. Weil es ja alles mögliche ist, ja mal hin und her gewechselt, irgendwann zu einem gewissen Zeitpunkt. Jeff Jarrett. Ja. Und Austin hat halt so mit diesem Wechsel vieles in Bewegung gesetzt. Klar, es war viel Glück auch dabei, weil ne, du musst halt auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und, aber ja, alles richtig so gelaufen, wie es ist. Und ich möchte es eigentlich auch so. Klar, wird es interessant sein, wie es ist, wenn die WCW, dadurch vielleicht die WCW diesen Monday Night War gewonnen hätte, hinten raus. Aber ja, dann hätte man vielleicht möglicherweise auch bis heute, würden wir darüber reden, dass Vince Russo out of touch ist oder irgendwer sonst. Weil, ja gut, Russo war jetzt am Ende auch nicht mehr da, aber was weiß ich. Dass der Undertaker dann in die WCW gegangen wäre danach, also dass die aufgekauft worden wären, andersrum. Und wären dann alle verjobbt geworden. Gegen The Rock, Hogan. Triple H. Die ja, alle für Hogan hinlegen müssen. Die ganzen Characters niemals so gegeben. Hätte es auch nicht. Würde ich mal ein Siegel drauf geben. Da wird es keinen The Rock geben in der Form und auch kein Triple H in der Form, keine DX und so weiter. Also ich glaube, das Wrestling wäre deutlich uninteressanter, glaube ich. Oder wahrscheinlich schon tot. Ja, vielleicht wäre es halt wirklich. Aber dann nimm mal den vorletzten Satz, den du gesagt hast, und überleg dir mal, was es für Auswirkungen hätte heutzutage. Ja? Dann würde es einen Triple H nicht geben. Ja? Da würde es auch ein NXT in der Form heutzutage nicht geben. Ja. Ja, da wäre die komplette Wrestling-Welt heutzutage eine ganz andere. Ja. Was Alex gesagt hat, vielleicht gäbe es Wrestling in dieser Form halt auch einfach gar nicht mehr. Die würden alle nach Atlanta ins Powerplant gehen. Ja. Wir hätten 15 Renegades bekommen. Cool. Oh yeah. Das Renegade Stable. One Renegade Nation. Ja, Alex, was wolltest du sagen? Ich war mit Renegade, ne, Ali mit Warrior im Kopf. Was wäre eigentlich, wenn der mal seine Karriere ordentlich auf die Reihe bekommen hätte? Wenn der 96 diesen kurzen Run, der mal hatte, dann, wo er irgendwie für ein Match gegen Triple H hat, oder gegen Hunter Hearst Helmsley, da kam er, war sein Comeback, und man dachte, er reißt Bäume aus, dann war er aber auch ruckzuck wieder weg. Wenn das der in der WWF. Nur gewonnen, weil es den Curtain Call gegeben hat. Ja. Was wäre eigentlich, wenn der in der WWF geblieben wäre, drogenfrei, und hätte da einen fetten Run gemacht? Hätte er gegen Vince McMahon antreten können? Ach, der hätte Warrior er die Liga getragen. Der Warrior ist eine ganz schwierige ja. Personalie. Also da muss der schon Jahre vorher ansetzen. Mit seinen ersten Titel gewinnen. Und wir hatten ja auch neulich erst im SummerSlam Review drüber gesprochen, weißt du, wo er da im SummerSlam aus der Halle rausstürmt, Colonel Mustafa und General Adnan verjagend im Vorbeigehen sich noch seinen Pink Slip mitnimmt und gefeuert wird. Das ist, glaube ich, ein Thema für ein anderes What If Unscripted. Ja, das können wir vormerken. Gut. Es hat aber viele wenige, also uns viele Videos, ja, hätten wir nicht bekommen, wo er irgendeinem Bootcamp versucht, den Leuten zu erklären, wie sie vernünftig zu leben haben. Das ist richtig. Wunderschöne Videos. Wunderbarer Mensch. Basti, zufrieden mit deiner
ja, Themenbearbeitung? Doch. Ich denke schon. Dann mache ich weiter mit meinem Thema, weil auch ich mir eine Personalie rausgesucht habe, die meiner Meinung nach unfassbar wichtig war tatsächlich für gerade das Wrestling in den späten 80ern bis hin in die 90er Jahre rein. Und ich möchte einfach mal so ein paar Namen nennen und mal gucken, ob die Synapsen bei euch draußen im Multiversum direkt getriggert werden. Wir haben den Macho Man Randy Savage, wir haben Ted DiBiase, wir haben Shawn Michaels, wir haben Booker T, wir haben Stevie Ray. Das sind alles Leute, die heutzutage Hall of Famer sind. Ja? Booker T sogar zweifacher Hall of Famer. Was haben alle diese Personalien gemeinsam? Sind alle gemanagt worden von Sensational Sherry. Und als ihr da neulich den Podcast gemacht habt, Basti, mit den besten Wrestlerinnen, ist ja doch relativ weit hinten gelandet. Ne? Eure Begründung kann ich akzeptieren, von wegen, es ging um die besten Wrestlerinnen, nicht um die besten Manager. Aber nichtsdestotrotz möchte ich einfach mal behaupten, dass Sensational Sherry unfassbar wichtig war, nicht nur für die gerade genannten Leute, sondern eben damit auch für das ganze Bild des Wrestlings um die Zeit. Und jetzt wäre meine Frage an euch, was glaubt ihr, wie hätten sich die Karrieren dieser Leute und damit auch eben das daraus entstandene Produkt entwickelt, wenn Sensation Sherry ja, aus der Geschichte gelöscht geworden wäre? Also auf jeden Fall hätte Colonel Robert Parker jemand anders heiraten müssen. Das auf alle. Das ist mal ganz vorweg vor solchen unwichtigen Sachen wie Macho Man oder ähnlichem, ne? Also nein, also ich fange jetzt einfach mal an. Es wäre wahrscheinlich, auf jeden Fall hätte mir mein WrestleMania-Moment aller Zeiten gefehlt. Mit der Macho Man Retirement Geschichte. Also, wo er dann wieder quasi zu Elizabeth zurückgeturnt ist, von wo sich dann Sherry gegen ihn gewandt hat, weil er gegen den Warrior verloren hat. Das war ist tatsächlich eigentlich mein WrestleMania-Moment, wenn du so möchtest. Ja, ganz viele absurde Backstage-Segmente würden uns, von die wir heute über so drüber reden, wo sie da mit Savage und Zeus steht und da komplett alle am Freidrehen sind und sie da diesen Käfig da die ganze Zeit immer lang krabbelt. Irgendwie das würde fehlen. Es wären so viele tolle Sachen mit Dusty Rhodes. Ja, was heißt toll? Okay. Sapphire, solche, die ganze Geschichten, die wären halt nicht da. Und ich glaube, dass halt ganz viel Einfluss auf Frauen im Wrestling fehlen würde. Was nicht über Eye Candy hinausgehend. Also dann zum Beispiel so eine Lita zum Beispiel, die ja in der WWE, also klar, sie war ja auch in der ECW schon hat sie ja schon gewrestelt, aber sie war ja in der WWF dann quasi eigentlich erstmal nur wrestelnde Managerin, die mal einen Moonsault gesprungen ist. Und was hat Sherry denn gemacht? Sherry war halt eine, die eingegriffen hat und sich immer vor ihre Schützlinge geschmissen hat, immer in die erste Reihe gestellt hat, um alles zu verteidigen. Ein Women's Champion. Ja. Und ja, das Sie war eigentlich ist eine der wesentlichen Bestandteile der Ende der 80er, Anfang der 90er, der Geschichte, der vor allem der WWF. Und ich weiß nicht, ob Harlem Heat auch vielleicht ohne Sister Sherry overgekommen wäre, aber sie hat halt einen guten Teil dazu beigetragen. Ich möchte mal den Punkt aufgreifen, weil eben Sherry ja diese aktive Wrestlerin war, ja, einiges an Erfahrung hatte, eben auch eine ehemalige WWF Women's Championess war, dann eben die Queen Sherry an der Seite des Macho Kings war, nach dem WrestleMania-Moment, den du gerade erwähnt hast, sich Ted DiBiase angeschlossen hat, den damit sofort unglaublich glaubwürdig gemacht hat und dann in der Storyline damals aus Liebe DiBiase verlassen hat und zu Shawn Michaels gewechselt ist, der da gerade frisch am Anfang seiner Singles-Karriere stand, der auch sein Theme gesungen hat. Ich weiß nicht, ob ein Shawn Michaels gerade in der Anfangsphase so overgekommen wäre, wie er overgekommen ist, ohne Sherry. Ich erinnere einfach mal an den SummerSlam 92, wo er sich mit Rick Martel um Sherry prügelt.
Ja, stimmt. Na, schon richtig. Weißt du? Ja. Ja, sag. Nee, das, es gab ja dann auch später dieses, war das gegen Jannetty? Dieses Match noch, wo es ja um Sherry oder mehr oder weniger ging? War das das? Hat doch was mit Marty irgendwie noch, oder? Ich glaube. Ja. Marty wurde ja rausgeschmissen, kam dann irgendwann ein Jahr, halbes, dreiviertel Jahr später wieder und dann wurde die Fehde ja einfach weitergeführt. Ja, auch mit dem. Die ist immer wieder aufgegriffen worden, ja. Genau, mit dem IC-Titelgewinn von Jannetty. Und da war doch auch irgendwas mit Sherry auf jeden Fall, oder? Ich meine. Ich weiß, dass in der Fehde von Michaels und Tatanka nochmal kurz mit bei war. Wo sie dann an der Seite von Tatanka war bei WrestleMania 9 und Shawn hat sie dann gegen Luna ausgetauscht, nachdem er sie durch den Spiegel auch geknallt hat. Genau, ja, da war was. Aber das war halt auch schon die Endphase dann von Sherry in der WWF. Ne? Das ist also richtig. Aber grundsätzlich bis dahin hat sie halt unglaublich viel Momentum meiner Meinung nach aufgenommen und das eben auch 1:1 auf ihre Schützlinge übertragen. Wie du es eben sagst, sie ist halt auch keine gewesen, die dann einfach nur dabei stand. Wie zum Beispiel eine Miss Elizabeth. Ja, sondern eben auch absolut handgreiflich geworden. Sie ist auch nur Backstein in der Handtasche, ne? Die sich auch nicht so schade war, um ihren Bump zu fressen. Ja. Und man muss sagen, sie ist auch halt die eine, wo Elizabeth mal handgreiflich geworden ist dann, ne? Wo es dann ihr dann wirklich gereicht hat. Also, schon, und sie hat ja auch gefressen und verkauft, also wirklich alles. Gebumpt wie nichts Blödes. Wer hat in der WWF mehr gebumpt, Bobby Heenan oder Sherry Martel? Das wäre halt noch so eine. Ja. Die nehmen sich da, glaube ich, nicht viel. Okay. Alex, wie siehst du es denn? Ja, ich bin da ganz ehrlich, also ich konnte mit Sherry nie wirklich was anfangen. Und da bin ich ehrlich. Also. Die Zeit, wo sie halt so richtig, also die Sache mit Harlem Heat, das glaube ich auch, die wären auch ohne Sherry overgegangen, glaube ich. Die waren einfach, Harlem Heat war an sich ein cooles Tag-Team, da hätte es nicht unbedingt eine Sherry gebraucht. Ich habe halt damals 93 eben angefangen mit Wrestling. Ich habe noch so ein bisschen die Rockers gesehen und dann irgendwann habe ich WrestleMania 7 in die Hände bekommen. Auf VHS damals und da gab es ja Tito Santana gegen Shawn Michaels, glaube ich. Das war 8. Was 8? WrestleMania 8. Was war 7? Weißt du es zufällig? Das waren die Rockers gegen Barbarian und. Gegen die okay, ja gut, dann hatte ich auf jeden Fall WrestleMania 7, aber auch WrestleMania 8. Und genau, WrestleMania 7 waren es die Rockers noch, genau. Und WrestleMania 8, ich habe ja damals, also, der war ja. 5 oder 6 war ich da, da habe ich ja nichts bekommen, man musste mal warten, bis Papa mal irgendwie ein paar Videokassetten vom Wrestling kauft und hat dann irgendwann dann WrestleMania 8 gesehen und da dachte ich mir so, Shawn Michaels sieht ja ganz anders aus. Und da war ja Sherry mit dabei und dachte ich mir so, okay, da wurde es glaube ich auch erwähnt am Kommentar, dass eben Sherry die Musik singt und da ist mir Sherry eigentlich zum ersten Mal so ein bisschen aufgefallen und dachte mir so, okay, ist halt Sherry, sieht ein bisschen durchgeknallt aus, was man als Kind so denkt, aber so wirklich hübsch fand ich die halt auch damals schon nicht. Deswegen habe ich auch nicht so ganz gewusst, was Shawn Michaels eigentlich an ihr findet, weil ich, wie gesagt, ich fand die ja damals nicht so wirklich hübsch, also ich finde so ausgeflippt, das hat irgendwie nicht ganz gepasst. Und da war so der erste Kontaktpunkt mit mir und Sherry, aber ich habe das eigentlich erst viel, viel, viel später eigentlich mal so in Erfahrung gebracht, wie ich mich halt mehr fürs Wrestling interessiert habe. Auch und eben auch mal die Geschichte von Wrestling mal so durchgelesen, auch mal so Lebensläufe von verschiedenen Wrestlern, das macht mir halt irgendwann mal. Und irgendwie habe ich mal bei Sherry dann gelesen, wie wichtig die eigentlich fürs Wrestling an sich war, fürs Frauenwrestling. Und diese Tätigkeit als Managerin, das war ja damals eine der wenigen Frauenmanagerinnen, würde ich jetzt mal behaupten. Und aber selbst da hat mich eigentlich eine Sherry nie wirklich interessiert. Also wie gesagt, ich habe auch die ganzen alten Sachen nie wirklich nachgeholt. Also alles, was vor 93 ist, habe ich so gut wie nichts mitbekommen. Und auch die ganz alten WCW-Zeiten habe ich auch nie wirklich mitbekommen. Und eben, wie ich mich dann mehr fürs Wrestling interessiert, wie ich auf den WCW geguckt habe und so weiter, da war eine Sherry dann eigentlich auch schon gar nicht mehr da. Also ich habe mich nie wirklich für Sherry interessiert. Ich weiß zwar, wie wichtig sie ist inzwischen, aber persönlich habe ich eigentlich wirklich nie wirklich was mit ihr anfangen können. Und ich kann da leider wenig zu dem Thema sagen.
Ist ja okay. Ich meine, wenn wir einfach diesen persönlichen Kontakt, dieses emotionale in den Eier gepackt werden von ihrer Seite aus eben nicht hast, dann ist es ja auch okay. Aber ich sehe es halt so, was du ganz am Anfang gesagt hast, von wegen Harlem Heat werden wahrscheinlich auch ohne sie groß durchgebrochen. Das kannst du halt auch irgendwo über den Macho Man sagen. Das kannst du auch sagen über den Million Dollar Man. Und wenn Qualität sich einfach durchsetzt über die Zeit, dann kannst du es mit Sicherheit auch über Shawn Michaels sagen. Aber sie ist halt dann doch irgendwo so ein Katalysator, der das Ganze nochmal antreibt und das Sternchen hinter die einsetzt, ne? Und das Tüpfelchen aufs I obendrauf. Zu Shawn Michaels hat es halt damals gepasst, weil das neue Gimmick eben war Heartbreak Kid. Er bricht die Herzen der Frauen. Und deswegen hat es halt dann schon perfekt gepasst. Vor allem wie halt Shawn als mega arroganter Heel Sherry da auf den Boden geschmissen hat und so weiter und sie hat eigentlich absolut wie Dreck behandelt und Sherry hat ihn halt einfach nur angehimmelt. Das war schon ziemlich cool. Also das sag ich mal, Sherry war auf jeden Fall enorm wichtig für diesen Charakter Shawn Michaels zur Anfangszeit, um diesen neuen Heartbreak, um dieses Heartbreak-Kid-Gimmick overzukriegen, glaube ich. Ich weiß nicht, habt ihr Shawn Michaels in seiner Anfangsphase vor Augen als Singles-Wrestler? Ja, da fängt dann die Schimmelfleckenhose gerade an. Da fängt die Schimmelfleckenhose an, aber da hat er auch so eine furchtbare Schmuse-Mucke. Die habe ich jetzt gerade gar nicht im Ohr. Ja, das sind wir noch in den Zeiten des Slingshot-Suplex als Finishers. Gott. Ja, das ist, weißt du, da war der Superkick halt Rockers-mäßig ein Transition-Move. Ja, genau. So wie heutzutage bei den Young Bucks. Aber da hat halt irgendwas gefehlt. Und dann ist eben Sherry mit dazu gekommen. Und es war unmittelbar dann bei WrestleMania 8, wo dieses neue Theme debütiert ist. Und ach, das war bei WrestleMania 8 das erste Mal? Ich glaube, es war da das erste Mal. Oder unmittelbar davor. Okay. Ja, aber das hat Carsten Schäfer damals, oder vielleicht war es auch Günter Zapf? Nee, war es auch gerade Günter Zapf. Uli Fessler, einer von den beiden, hat es damals eben groß promotet, dass Sherry dieses Theme singen wird. Und da war ich dann halt auch gespannt und da kommt halt dieses Rock-Theme raus. Ich finde immer noch die Sherry-Version besser als die Sean-Version. Nein, mega. Ja, wir springen einfach mal ganz kurz so ins Jahr 2005, ja. I'm just a sexy Kurt. Ja, auch dem hat es geholfen. Das stimmt allerdings, ja. Und I make your ankle hurt. Ja, weißt du, und dann dieser ganze Act, wie du es eben sagst, Alex, ja, dieses... Er behandelt sie wie Dreck, ja. Er hatte diese unfassbar langen Ohrstecker da noch damals gehabt. Die hat er ihr ins Dekolleté reingesteckt und sie muss den Spiegel halten, weil er eigentlich nur voll auf sich abfährt und gar nicht so sehr auf sie. Und dann hat er diese Chaps über seiner Schimmelfleckenhose noch drüber gehabt mit dem Gürtel, der sehr tief hängt und den durfte sie dann immer aufmachen. Das war schon irgendwo relativ edgy für die Zeit. Ja. Aber das hat halt auch genau diesen Impuls in den Singles-Wrestler Shawn Michaels reingebracht, den er bis dahin eben nicht hatte. Dieses Boy-Toy, Heartbreak-Kid, Sexy-Boy, wie auch immer. Also sie ist definitiv, ich glaube, das hat Baba halt das mal, also Baba Ray hat das mal über, wie hieß sie, gesagt, hier, Jacqueline, genau, One of the Boys. Ich würde das auch über sie sagen. Und ich glaube, das gibt auch genug, die das über sie sagen würden. Mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Für die nächste Time Machine habe ich gestern so ein bisschen Survivor Series 87 geguckt. Da gibt es auch dieses große Frauen-Elimination-Tag-Match. Und da sehe ich halt 9 Frauen in Badeanzügen und Glanzstrumpfhosen. Mhm. Und eine, die optisch schon direkt heraussticht, das ist die Championess. Die steht da in einem schwarz-weißen Outfit. Es ist einfach Cutting Edge, wie sie da schon ausschaut, heraussticht optisch und das ist halt Sherry. Scary Sherry. Die hat halt auch gewusst, wie man sich präsentiert. Und natürlich war sie optisch, Alex, gebe ich dir, vielleicht nicht jedermanns Geschmack, komplett übertrieben mit dem Make-up, komplett übertrieben mit den Outfits, aber es ist halt auch Wrestling. Ja, Wrestling ist alles auf 12 hochgedreht. Ja, gut, habe ich als Kind noch nicht ganz so verstanden, das Ganze. Aber ja, vielleicht wenn ich damals älter gewesen wäre, glaube ich, hätte ich das mehr zu schätzen gewusst, das Ganze, und hätte vielleicht auch mehr gesehen von Sherry, aber ja, wie gesagt, ist halt auch ein bisschen älter, zumindest einer, Basti ist ja nur gefühlt. Ja, gut, wir sind ja nicht, ich bin ja nicht viel älter. Also du bist doch auch gefühlt 20 Jahre älter. Ja, ich habe das, also
Gefühlt, aber auch nur gefühlt. Ja, also, ich hab ja nichts nachgeholt damals. Von den ganz alten Wrestling-Sachen haben mir damals überhaupt nicht zugesagt. Und eben 93 habe ich angefangen und ab da habe ich dann alles angeguckt. Attitude Era, dann irgendwann dann 99 auch mit WCW dann mal angefangen. Aber da war das Augenmerk halt auch noch auf andere Sachen. Da haben mich weder die Manager wirklich interessiert, da war ich halt nur auf die Wrestler aus. Also, ich hatte halt diese Videokassette von WrestleMania 7. Das ist halt das, was ich hatte da mit dem, ne, mit dem Warrior und dem Macho King und dem Retirement. Und ich hatte halt diese Videokassette und hab die halt rauf und runter geguckt. Und da hab ich die Alte gehasst als Kind. Ne? Das ist aber auch da, so ein unfassbar wichtiger Moment tatsächlich. Ja. Also es ist einer der wichtigsten Momente der Wrestling-Geschichte, würde ich sagen. Ja, absolut. Das ist auch so ein ultimativer Feel-Good-Moment, wenn es dann zu der Versöhnung kommt. Aber es ist halt auch im Endeffekt... Am Flenden. Ja, ja, genau. Es ist halt auch so ein unfassbar widerlicher Moment, wenn der Macho-Man da seine Karriere beenden muss, weil er gerade verloren hat und sie sofort gegen ihn turnt, weil sie gar keinen Bock hat irgendwie auf Karriereende. Und sich dann sofort von jetzt auf gleich Teddy Biasi anschließt. Bei derselben Show noch, ne? Ja, ja. Das ist ja, ich weiß gar nicht, gegen wen hat die Biasi denn, war das Virgil? Nee, war nicht Virgil, ne? Nee, war nicht Virgil, war, Doch, war Virgil, freilich. Da war irgendwas. Doch, war Virgil. Boah, 15 Matches auf der Karte, Alter, das ist mir gar nicht mehr so bewusst. Naja, das war noch Zeiten. So wie jetzt. Via Countout, genau. Da hat der Piper dann noch, genau, da hat der Piper eingegriffen. Ja, da war, ja. Und da kam ja dann Sherry genau dazu. Genau. Ja, wunderbar. Weißt du, dieses ganze Momentum, was sie da an Hass aus dem Publikum erfahren hat, ja, durch diesen Turn gegen den Macho Man, direkt weitergegeben an DiBiase. Jetzt ist die Schlampe mit dem zusammen. Jetzt müssen wir den noch mehr hassen. Also jetzt wollte er erst den Titel kaufen und jetzt hat er auch diese komische Schnalle noch an der Seite. Er hat Geld und auch noch die Alte. Genau. Ja. Und dann, ja, ich meine, ich glaube, wir müssen uns auch nicht darüber unterhalten, dass der Dusty Rhodes Run in der WWF nicht so pralle war. Aber das Match gegen DiBiase und gegen Sherry an der Seite von Sweet Sapphire bleibt halt auch irgendwo, ne? Mhm. Die Bilder mit Scary, also mit Sherry, mit dieser Maske und dem Make-up. Dem weißen Gesichts-Make-up da, ne? Genau. Und sie bumpt alles für Sapphire. Alles. Ne? Die kann gar nichts. Aber wirklich gar nichts. Ne, wir hatten ja vor einiger Zeit auch schon mal eine AWA-Show besprochen in der Time Machine, wo sie ja auch ein Match hat, wo wir auch gesagt haben, also, ja, 5 bis 10 Jahre ihrer Zeit voraus. Und weißt du, wenn es diese ominöse Zeitmaschine gäbe, ne, die könntest du aus ihrer Prime rausnehmen und könntest sie ins heutige Produkt reinsetzen. Und hättest vom ganzen Character Work, von der Wrestling-Bereitschaft, vom Talent her, vom Redetalent her, vom Charisma, eine absolut glaubhafte Contenderin in der aktuellen Frauendivision. Absolut richtig. Und deswegen denke ich, dass sie so eine Personale ist, die so ein kleines bisschen übersehen wird, gerade in der Phase, so Anfang der 90er, wo du halt diese riesen Muskelberge da hattest, wo alles larger than life war, hier mit Hogan, Macho Man, Undertaker, Warrior, weißt du, und irgendwo so ein kleines bisschen im Hintergrund steht da eben Sherry und ist eigentlich eine der wichtigsten Playerinnen in der Ära. Und deswegen, sie war an allen großen und wichtigen Momenten dieser Ära beteiligt. Genau. Und deswegen denke ich, wenn du sie rausnimmst, dann mag es vielleicht sein, dass die Karrieren ihrer Schützlinge immer noch erfolgreich gelaufen wären, aber mit Sicherheit nicht so schnell durchgestartet wären. Weil sie halt diese Glaubwürdigkeit reinpumpt in die Charaktere. Diese Emotion reinpumpt. Dieses Feedback des Publikums anzieht. Weil letztendlich, du möchtest ja Reaktionen haben und Sherry ist halt genau die Personalie, die du einem frisch Singles wrestlenden Shawn Michaels an die Seite stellen kannst, damit er Reaktionen bekommt. Eben. Was kann das, was ist das für ein Penner, was unterdrückt der da diese Frau, ne? Und warum lässt sie das auch noch mit sich machen? So schaut es nämlich aus. Also es ist definitiv eine der
der wichtigsten Persönlichkeiten. Auf jeden Fall irgendwo sehen. Ja. Und deswegen war eben mein Aufhänger, nachdem ich das von euch gehört habe, bei dem Final Countdown, ja, könnte man durchaus nochmal drüber reden. Und ursprünglich ist mir diese Idee ins Hirn gesetzt worden, als ich neulich einen Podcast gehört habe, wo die Themes von Shawn Michaels besprochen worden sind, wo dann der ausschlaggebende Satz war, also wenn sie das Theme von Shawn Michaels nicht gesungen hätte, dann wäre der auch nicht so schnell durchgestartet. Und dann dachte ich mir, naja, da ist ja nicht nur der Gesang elementar wichtig. Und ich muss dann halt auch wirklich sagen, es würde von einem Dusty Rhodes Run der WWF halt gar nichts überbleiben. Das ist richtig. Weil dann hätte er vielleicht ein Singles-Match gegen DiBiase gehabt. Vielleicht. Und da würde, glaube ich, heute kein Hahn mehr nachkriegen, wenn Sherry da halt nicht da gewesen wäre in diesem flamboyanten Outfit. Genau. Nennen wir es mal so. Um nochmal ganz kurz den Shawn Michaels abzuschließen, da bin ich auch durch mit dem Thema. Shawn Michaels kann nämlich auch nur so lange davon leben, dass der Feigling Marty Jannetty durch die Fensterscheibe springt. Freiwillig. Da brauchst du halt doch noch was, um den Motor auf Hochtouren zu bringen. Und das war Sherry meiner Meinung nach. Ja, das kann man so unterschreiben. So. Und damit wäre ich eigentlich zufrieden. Alex, du hast nichts mehr hinzuzufügen? Ich bin auch zufrieden. Dann können wir jetzt Schluss machen, ne? Weil das Alex-Thema ist ja jetzt also, ne? Also Alex-Thema ist. So, Basti, wird auch aus dem Gespräch direkt mal entlassen. Ich würde euch empfehlen, da draußen, wenn ihr jetzt irgendwo drinnen seid und es hört, macht einfach mal das Fenster auf. Es wird jetzt ein kleines bisschen wärmer hier im Podcast. Alex, was ist dein Thema? Ich merke, das Bild macht dich ein bisschen heiß, habe ich so das Gefühl. Ja, also das ist. Es kurbelt alles Mögliche an hier. Wenn das meine Tasche erfährt. Ich weiß nicht, ob die guten Gefühle sind, die es ankurbelt, aber es kurbelt. Ich weiß, dass der einen von beiden mag. Vielleicht ist bröckchenweise und was so langsam die Kehle hochsteigen. Okay, ich starte jetzt einfach mal. ich habe ja vorhin gemeint, es ist ja eigentlich ein aktuelles Thema, beziehungsweise es wird ein aktuelles Thema. Nennt es der denn? Es geht um die beiden Herrschaften aus Japan, die am 4. Januar den Main Event von Wrestle Kingdom bestreiten. Es geht um Ibushi und Okada. Wir gehen aber jetzt nicht auf dieses Match ein, da kommt ja der Podcast kommt erst noch. Wir gehen nämlich ins Jahr 2012 zurück. Und da ist nämlich ein gewisser Okada bei Wrestle Kingdom 6 nämlich debütiert gegen Yoshihashi. das erste Mal im Rainmaker-Gimmick. Da wurde das offizielle Debüt gekommen von Okada eben in diesem Rainmaker-Gimmick. War also zu diesem Zeitpunkt noch kein Star. Er war halt ein Talent. Man wusste, dass er ein Talent ist, aber man hatte keine Ahnung, wie gut er ist. Wenn man sich das Match bei Wrestle Kingdom anguckt, war es auch nicht wirklich pralle, aber ist okay. Die Entwicklung sieht man ja inzwischen. Man wusste nicht, wie der Weg von Okada läuft. Wusste auch damals noch nicht, wie das Rainmaker-Gimmick wirklich ankommt. Das stand alles nur in den Sternen. Und die Fehde mit Tanahashi, die legendäre Fehde inzwischen, gab es auch noch nicht. Die kam dann erst ein paar Monate später, aber zu dem Zeitpunkt wusste man eigentlich noch nichts, außer dass Okada ein großes Talent ist, der gerade von so einer Exkursion zurückkam bei TNA. kann man sich gerne mal angucken. Ganz großartig. Ganz interessant. Von Samoa Joe gefoltert worden ist. Genau, so wird es Okada und ein gewisser Mann, ich nenne ihn auch gern Wrestling Gott oder auch der goldene Stern aus Japan. Der war 2012, ist sein Vertrag, oder ich weiß, Ende 2011, Anfang 2012 ist sein Vertrag bei DDT ausgelaufen. Er hat ab 2009 schon relativ regelmäßig oder regelmäßig Abständen für New Japan gearbeitet. Hatte also schon einen großen Namen. Man wusste, was man bekommt, wenn man ihn bookt. Und mir geht es hier bei meinem Thema darum, also die These wurde mir mehr oder weniger beim Tag Team Festival, wurde ich mich da auch gefragt und ich habe mir da ein bisschen schwer getan, die zu beantworten. Hätte 2012 Ibushi einen Fulltime-Vertrag bei New Japan unterschrieben,
wäre der Weg von Okada derselbe gewesen, wie er jetzt ist, eben als dominanter Champion, als neues Aushängeschild der Liga, als Mr. Rekordhalter und 100 Millionen Mal in den Geschichtsbüchern stehen und längste Titelregentschaft aller Zeiten und so weiter? Oder, was ich, wo ich vielleicht sogar so mitgehen würde, hätte vielleicht diesen Spot Ibushi bekommen, hätte es diese ganze legendäre Fehde nicht mit Okada und Tanahashi gegeben, sondern nur mit Ibushi und Tanahashi, und wäre vielleicht halt Ibushi wie wir es immer so schön sagen, das Ghetto-Projekt gewesen, weil eben, du wusstest damals zu damaligen Zeitpunkt noch nicht, wie sich Okada entwickelt, aber mit Ibushi wusstest du es eben schon, und er hatte ja schon einen relativ großen Namen durch DDT und durch diverse Aufträge bei New Japan. Und wie hätte sich überhaupt dann das ganze New Japan-Produkt entwickelt, und wo hätte sich Okada dann vielleicht entwickelt, wenn er nur die zweite Geige gespielt hätte, vielleicht, oder die dritte Geige vielleicht hinter Ibushi und Tanahashi natürlich. Beziehungsweise wäre Okada auch der Star geworden, der heute ist, sagen wir so, um die Frage noch mal jetzt auszuführen. Wer war zu der Zeitpunkt in kreativer Verantwortung bei New Japan? War das schon Ghetto? 2012 auch schon Ghetto gewesen sein, ne? Dann eine einfache Frage. Wenn er es ist, dann eine einfache Frage. Ja, Okada war, denke ich mal, von Anfang an sein Project. So. Aber meinst du, wenn du einen, ich sag mal Rookie ja. Okada hättest, wo du weißt, der ist ein Talent, aber du weißt nicht, wo er sich entwickelt. Dafür hast du aber hättest du noch als Plan B oder als sicheres Pferd einen Ibushi, wo du weißt, den kennt man schon, der sieht auch gut aus, der kann auch wresteln, der kann gute Matches wresteln. Ja. Und ich meine, 2012 war New Japan schon mehr oder weniger wieder auf dem aufsteigenden Ast. So, dann hat Tanahashi ja die Liga gerettet, aber wäre dann Ibushi, muss man auch nicht vergessen, der hat damals auch schon ein bisschen für Ring of Honor gearbeitet, also der war auch schon in Amerika durchaus schon bekannt, also der war schon ein deutlich größerer Star als ein Okada. Hätte sich da nicht ein Ibushi als besserer Draw zur damaligen Zeit wäre nicht der bessere Draw gewesen und sichere Pferd, dass man wirklich sagt, okay, das wäre jetzt unser nächster Star nach Tanahashi gewesen, und dann hätte man Okada dann eher langsam im Hintergrund aufgebaut und ihn dann vielleicht erst so langsam herangeführt. Er ist ja ein paar Monate später auch direkt Champion geworden gegen Tanahashi. Nach Wrestle Kingdom hat er Tanahashi direkt rausgefordert, dann wurde er auch gleich Champion. Hätte natürlich jetzt, wenn man auf Ibushi gesetzt hätte, hätte er auch durchaus Ibushi dann Champion werden können. Dann wäre der Okada-Weg auch wahrscheinlich deutlich anders gelaufen. Sag ich dir ganz klar, nein, also Ich sehe nicht, dass Ibushi unmittelbar der große Star gewesen wäre, aus zwei Gründen. Ja, erstens, er hat einen gewissen Namen, sich bei DDT erarbeitet, aber DDT ist halt Indie. Das ist richtig. Ja, und New Japan ist halt auch zu dem Zeitpunkt schon ein ganzes Stück größer. Ja, also ich meine, du kannst da zwar diesen Namen reinbringen, aber gerade in der japanischen Wrestling-Fanschar ist es ja sogar noch krasser als in Amerika, wo die Leute oder wo die Zuschauer nicht unbedingt Wrestling-Fans sind, sondern Fan einer Liga. Also wenn da jemand die Liga wechselt, dann sind die auch teilweise ja sehr erbost und nehmen ihren Leuten das sehr übel. Das viel größere Problem, was sich auch bis heutzutage noch hält, Ibushi ist 2012 einfach kein Heavyweight. Ja gut, hätte man aber dann auch... Ja, also, gut. Also Ibushi ist 2012 ein dünner Hänfling, der da gerade zum Junior-Heavyweight mit wresteln darf. Und der Titel ist ja noch nicht mal auf dieser Card vertreten. Sehe ich gerade. Also du kannst natürlich ihn reinbringen und du kannst natürlich sagen, ja, der Kerl ist spektakulär, der Kerl, der hat einen Look. Wir machen ihn zum Projekt in 3 bis 5 Jahren. Und dann sind wir halt so weit, wie wir jetzt ungefähr sind. Aber dafür fehlt ihm halt im Jahr 2012 einfach ganz klar die Masse. Und ja, ein Okada kam halt zurück, ist halt praktisch vorher Young Lion gewesen, war auf einer sehr unglücklichen Exkursion. Ah, to. Haut... Oh,
haut bei Wrestle Kingdom Yoshihashi weg und sagt dann, hey, ich bin der Rainmaker, ich bin der Geilste, ich fordere dich heraus um deinen Gürtel, Tanahashi, und dann gewinnt er das Ding auch gleich. Das war halt auch so ein seismischer Moment in der New Japan-Landschaft, woraus dann sich halt erst im Nachgang diese fantastische Fehde und Rivalität entwickelt hat. Aber das hätte damals auch keiner gedacht. Aber ja, du hast halt einen Rivalen gebraucht für einen Tanahashi, der leistungsmäßig mit ihm mitgehen kann, der vielleicht dann auch ein bisschen jünger ist als er, weil alles, was Tanahashi bis dato an Rivalen hatte, ist entweder in seinem Alter oder drüber. Ja, da hast du noch einen Shinsuke. Und Kojima, dann, Kojima, Nagata. Genau, und dann sind wir schon bei der Generation Kojima und Nagata. Mhm. Oder Tenzan. Ja, Tenzan, ja. Makabe. Aber ich sehe eben nicht... Takayama. Nakajima. Gesundheit. Ja, aber grundsätzlich sehe ich nicht, dass ein Ibushi im Jahr 2012 der große Star gewesen wäre. Weißt du, da sind wir noch ein kleines Stück weg davon, dass ein Fergal David sich hinstellt als Junior Heavyweight und einen Tanahashi herausfordern kann. Ja, als Anführer des Bullet Clubs. Wie kurz sind wir vom Bullet Club 2012? Oder sind wir da noch eine Ecke weg? Die Challenge war... Oh, lass mich überlegen. 2012 noch nicht. Würde ich jetzt mal behaupten. 2013. Müsste ich jetzt cheaten. 2014, glaube ich. Ja, Taichi ist ja schon auf der Karte hier drauf. Ja, Taichi ist ja auch schon ewig am Start. Ja, dann denkt es nicht. Ja, aber grundsätzlich ist einfach die Zeit noch nicht reif, dass ein Junior eben ganz oben angreift. Du bist jetzt im Jahr 2019, kannst du sagen, du hast einen Osprey, den du vielleicht da mal schnuppern lassen kannst, mal gegen den Champion landen lassen kannst. Aber 2012 definitiv nicht. Aber hätte man vielleicht dann nicht mit Ibushi vielleicht sogar den ersten Versuch starten können, eben, dass ein Junior dann da angreift, wenn man es halt ordentlich aufbaut. Ich meine, die Masse hätte er wahrscheinlich in 2-3 Monaten schon ordentlich zugelegt. Auch ein Omega, der innerhalb von einem Jahr, glaube ich, 40 Kilo Muskelmasse aufgebaut ist. Ich meine, wie der jetzt geturnt ist, dann damals gegen AJ, der war ja auch durch einen relativ wieder Lauch. Und dann war er in kurzer Zeit extrem breit. Also ich glaube, wenn es daran gescheitert wäre, Ibushi, glaube ich, wäre auch in Rekordzeit ziemlich breit geworden. Hätte man aber sagen wir, du hast ja eben einen Prince David, mit dem du diesen Plan schon mehr oder weniger irgendwo verfolgst. Ja, ob man den Plan zu dem Zeitpunkt schon gehabt hätte mit David. Also wenn es den Bullet Club so nicht gegeben hätte, dann wahrscheinlich auch eher nein. Du musst aber auch bedenken, dass ein Prince David ab 2006 bei New Japan im Ring stand. Ja, also so früh war der schon bei New Japan? Ja, klar, der war ja damals noch bei CTU mit bei. Stimmt. Oh Gott, ja, also der hat, erstmal wieder so bewusst, ja. Der hat sich über fast, ja jetzt ein bisschen übertrieben, fast ein Jahrzehnt die Sporen verdient, bis er dann eben gegen Tanahashi mal ran durfte. Und ich sehe nicht, dass du einen Ibushi so hübsch wie er ist und so talentiert wie er ist, von jetzt auf gleich die Rakete auf den Rücken packst und ihn als Outsider durchstarten lässt. Hm. Also glaubt er definitiv nein. Auch wenn Ibushi Vertrag unterschrieben hätte, der Plan mit Okada wäre definitiv so durchgezogen worden. Vor allem, also ich sag mal so, Ibushi in allen Ehren, ja, und jetzt mal hier, ne, alles auf dem Tisch. Und Okada ist einfach um drei Ecken besser. Zu damaligen Zeitpunkt, also 2012, jetzt kann man drüber auch streiten. Auch da. Also dieses Auftreten des Rainmakers ist halt einfach, der andere ist halt ein Golden Lover, ne? Ist er da schon Golden Lover? Ja, ne? Ja, war er ja schon. Tag Team Champion. Ja. Und Okada kommt da halt einfach raus und sieht aus wie ein fucking Megastar. Und daneben steht halt Ibushi in seiner weißen Hose. Ich meine, natürlich ist Okada jetzt auch gerade frisch von der Exkursion zurück und dem packst du eben die Raketen
bist du hinten auf dem Buckel und lässt ihn durchstarten, ja. Aber du musst halt auch bedenken, dass Okada aus dem Dojo-System kommt. Richtig. Und eben der andere kommt von außen. Und das ist, da muss man einfach diese japanische Kultur und Denkweise mit berücksichtigen, dass die Outsider es immer schwerer haben werden, durchzustarten. Das ist einfach irgendwie in diesem System inhärent. Das siehst du ja auch zum Beispiel an dem Jay White. Das ist das beste Beispiel, ja. Im aktuellen Produkt, ja. Der ist durch ein Dojo gegangen und hat dort sich über Jahre seine Sporen verdient. Natürlich ist es für viele Fans übertrieben, dass er dann direkt IWGP-Champion wird und IC-Champion und alles gewinnt und Pipapo und Tralala. Das ist ein Thema, das hat man ja auch schon mehrfach besprochen. Aber er kommt halt aus dem eigenen Dojo. System. Ja. Ja, klar. Gut, das kennt man ja auch aus aktuellen Sportarten wie Fußball, wenn da Spieler aus der eigenen Jugend kommen, die haben ein ganz besonderes Feeling oder Verbindung zu den eigenen Fans, weil man die kennt man halt. Und das verstehe ich dann schon, dass man auf solche Leute mehr setzt. Das kann ich schon nachvollziehen, ja. Also das ist jetzt was gerade jetzt im Jahr 2019 sich ein bisschen ändert. Ja, wo dann eben ein Moxley von jetzt auf gleich reinkommt und direkt einen Gürtel gewinnt. Mhm. Als Outsider, als vermeintlicher Outsider. Da passt man sich jetzt ein kleines bisschen im Rest der Wrestling-Welt an. Wobei man es ja mit AJ dann wiederum gemacht hat. Der kam ja auch recht schnell rein und hat auch recht schnell einen großen Titel gewonnen. Aber auch da sind, also der Name AJ Styles stand, als er zu New Japan kam, halt auch schon für was. Ne? Also, ja, klar, das ist auf jeden ein Fall anderes Kaliber als, ja, als ein Kota Ibushi in diese Liga kam. Weil AJ ist halt ehemaliger alles Mögliche. Hat Matches gerockt auf diesem Planeten bis zum geht nicht mehr, ne? Und wer zum Geier ist Kota Ibushi dagegen, ne? Also ja, inzwischen. Ja. Ehrlich gesagt, wir sind ja immer noch im Jahr 2012, aber ja, gut. Kann ich dann schon so akzeptieren, die Argumentation. Du musst aber auch bedenken, wenn wir sagen, wir sind im Jahr 2012, dann sind wir auch ein ganzes Stück näher dran an den wacky Ibushi-Shit-Matches, über die man heutzutage noch sich an den Kopf greift und einfach das, nur... Das ist richtig. Was aber wiederum da interessant gewesen wäre, hätte man ihm da wirklich die Rakete gegeben und ihn dann zum Main-Eventer gepusht, inklusive Title Run, ob er sich nicht zum damaligen Zeitpunkt schon anders orientiert, Anführungszeichen, hätte in Sachen Wrestling und mehr Wert auf Storytelling gelegt hätte oder ob man ihn dann nahegelegt hätte, sich dann weg abzuwenden von dem spotty, flippy Shit, muss ich auch so sagen, oder übertriebenen Shit, sagen wir mal so, und ob er dann da schon, jetzt hat er ja inzwischen bewiesen, dass er alles kann. Er kann ja auch Storytelling machen und er kann ja wunderbar verkaufen, wenn er will. Also vielleicht hätte er sich damals schon dann 2012 schon umorientiert, eben als wirklich nur rein auf Storytelling und weg von diesem ganzen Flippy-Shit. Nee, das glaube ich nicht, weil ich sag mal, wann ist Kota Ibushi erwachsen geworden? Ende letzten Jahres? Übernächstes Jahr, okay. Du meinst, wenn er Doppel-Champion ist im Januar? Nee, wenn er zwei Niederlagen bekommen hat, na. Einfach mal ein Power Struggle Review reinhören. Also, Kota Ibushi ist jetzt, Stand heute, 37 Jahre alt. So, Kota Ibushi ist, sagen wir es mal, vom Kopf her, ist er seit einem Jahr ungefähr erwachsen. Und davor war er, Bullshit-Kota, der in England sich Feuerwerkskörper auf die Brust drückt, während er auf Auto steht. Das wird er auch niemals mehr vergessen, oder? Es ist halt einfach unfassbar bescheuert. Und er ist der Typ, der halt gegen Gummipuppen gewrestelt hat. Es ist ein gutes Match. Ich will nicht sagen, es ist ein richtig gutes Match. Aber er ist halt der Typ, der gesagt hat beim Cruiserweight Classic, was hat er gesagt? Ne? Er ist der Beste der Welt. Er war zumindest der Beste im Turnier. Und wusste nicht, wer Vince McMahon ist. Ne? Also, ja, ist vielleicht in der heutigen Zeit auch nicht das Schlechteste. Ne? Aber ich sag mal, wann ist das jetzt gewesen? Vor 3-4 Jahren, ne? Oder wann war, ja. 2016. Und dann vergleich mal bitte seinen Geisteszustand mit 2012. Ich glaube, dass wenn du ihm damals gesagt hättest, ja, du musst jetzt aber ein bisschen weniger
Schrauben machen und ein bisschen weniger auf dem Kopf landen. Da hat er gesagt, warum? Wie soll ich das tun? Das macht Kenny auch. Also mache ich das auch. Der hat es dann auch irgendwann gelernt, muss man auch sagen. Der, wie der in die Verantwortung gekommen ist und dann der Heavyweight war, hat er auch ein bisschen anders gewrestelt. Also da hat er auch ordentlich zurückgefahren. Aber das ist ja auch, hat auch noch mal anders. Osprey lernt das auch gerade, dass es unvorteilhaft ist, dauernd auf den Kopf zu fallen. Der hat inzwischen auch gelernt, ja. Und schmerzlichst gelernt. Genauso wie Daniel Bryan das gelernt hat, dass es nicht gut ist, dauernd auf den Kopf zu fallen. Oder auf den Nacken, vielmehr. Da müssen sie alle erst ein bisschen schlauer und reifer werden. Und ich glaube, ein Kota Ibushi ist gerade jetzt da angekommen, dass er sagt, ja, ich bin jetzt 37. Ne? Ich muss nicht so aussehen wie Takayama. Wobei das natürlich noch sehr viel weniger, weil sehr viel weniger passiert ist. Diese Geschichte, ne? Mhm. Und ich bin ja nicht so oft bei New Japan Podcasts dabei. Ich glaube, ich habe noch nie einen mitgemacht. Ich glaube, tatsächlich nicht so oft dabei, hat noch nie einen mitgemacht. Man muss dazu auch mal sagen, dass ich mehrfach versucht habe, mir New Japan World zuzulegen und jedes Mal meine E-Mail-Adresse nicht wollten und mir keinen Bestätigungslink geschickt haben, Video. Naja, andere Geschichte. Und auf jeden Fall ist es so, dass, was wollte ich jetzt sagen? Genau. Jetzt habe ich es vergessen. Ich habe den Faden verloren. Ich habe den Faden verloren, den Ibushi früher nie hatte. Das ist, helft mir doch mal. Was habe ich denn gerade gesagt? Du wolltest den New Japan World zulegen, um mehr New Japan zu gucken, aber die lassen dich einfach nicht. Ja, davor. Das war ja nur eingeschoben. Deswegen, das war ja mich, deswegen ich den Faden verloren habe. Ist ja auch jetzt dann irgendwie egal. Die sind jetzt alle langsam werden erwachsen und fangen an zu catchen. Sagen wir es mal so. Und ja, ich will mir kein großes Urteil drüber bilden. Dafür gucke ich es halt einfach zu wenig. Aber es wird ihnen halt allen ihre Karrieren länger tun. Genau, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Jetzt ist es mir wieder, es verlängert ihre Karrieren, ist das Stichwort gewesen. Ich brauche keinen neuen Misawa-Fall in Japan. Ne? Also, weil ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, dass die da so langsam drauf hinsteuern. Also musst du dann am 4. Januar Okada die Daumen drücken. Ab. Ne, ich musste dann, ich habe irgendwie befürchtet, dass ich Hiromu weiterhin die Daumen drücken muss, dass er nicht irgendwann querschnittsgelähmt ist. Aber ich hoffe, dass der gelernt hat. Hat er doch schon gesagt, nein. Selber hat Sven im Podcast gesagt, nein, hat er nicht. Erste, was er macht, er kommt wieder und bumpt auf den Nacken. Mike, der wollte nur zeigen, dass alles in Ordnung ist. Mike, naja. Please. Ich glaube allerdings auch, dass Ibushi einer von denjenigen ist, die unglaublich davon profitiert haben, dass das Produkt weltweit technisch zugänglicher geworden ist. Also über Verbreitung über Internet, über New Japan World, Streaming und so weiter, dass das Produkt einfach für die westliche Welt offener geworden ist. Da kommt halt jemand mit dem Stil von Ibushi beim gemeinen Wrestling-Fan wahrscheinlich leichter und einfacher an mit seinem Flippy-Shit-spektakulären Stil, als wenn du jetzt da einen Zack Saber hinstellst. Einfach mal, um das krasse Gegenteil zu nehmen. Das ist richtig. Mit seinem technisch versierten Stil. Ja, sehe ich ja bei Live-Shows ja selber auch. Da kannst du Leute hinstellen, die den super Wrestling-Match zeigen und das Publikum reagiert so mittel, sag ich mal. 4 von 10. Ja, und dann kommt der Flippy-Scheiß und Leute fliegen durch die Gegend und springen da vom Seil und hier vom Seil und hier noch ein Salto und da ein Flickflack und Publikum geht komplett apeshit. Also möchte ich gar nicht ausschließen, dass da so ein Ibushi unglaublich davon profitiert hat, dass sich das Projekt New Japan, die Liga New Japan, nach außen hin weiter geöffnet hat. Sagen wir mal so, anders, wenn Ibushi im Jahr 2012 zu Noah gegangen wäre, wäre er ein fucking Star geworden. Der war bei Noah. Also zumindest hat ein Turnier gewonnen. Aber halt ja. Nicht. Meine, gut, man muss natürlich sagen, 2013 hat er ja New Japan-Vertrag unterschrieben, aber auch noch so einen halben DDT-Vertrag. Das war ja dieser Spezialvertrag, den es noch niemals auf der Welt gab, oder beziehungsweise in Japan, dass jemand für bei zwei Promotions angestellt worden war. Danach war er Freelancer
Da war er bei der WWE. Da hat er erstmal dreimal den WWE-Vertrag abgelehnt. Naja, und jetzt hat es bis ins Jahr 2019 gedauert, bis jetzt endlich mal einen Vertrag auf Lebenszeit unterschrieben hat. Ja, jetzt hat er G1 gewonnen und steht im Main Event von Wrestle Kingdom, zumindest Tag 1. Und wahrscheinlich Tag 2. Ja, da steht er im Bronzemedaillen-Match. Den Dings Cup gewonnen, also hier den Light Heavyweight Turnier von Noah. Er hat ja drei wichtige Turniere: der New Japan Cup, Junior Heavyweight, Junior Best of the Super Juniors und G1. Ja, Noah Global Junior League, genau. Genau, die hat er auch gewonnen. Ja. Aber dann bin ich ganz froh. Ich hatte eigentlich auch erst ein Japan-Thema gehabt, aber ja, lass mal das mal lieber. Hat er übrigens nicht gewonnen. Die gab es nämlich bisher nur viermal. Was? Hat er nicht, aber irgendein Turnier bei Noah hat er nur teilgenommen. Ich war vorhin kurz auf Genickbruch, hab mal kurz ein paar Sachen durchgelesen, aber ich habe nur irgendwas gelesen, dass er bei Noah auf jeden Fall gerannt. War nicht sogar mit Maru Fuji im Team oder so? Im Team, ja. Das ist die Junior Tag, also diese Junior Tag League, das kann sein. Okay. Aber es gibt bisher von so einer Junior Heavyweight League gab es bisher nur vier Ausgaben und die haben gewonnen Yoshinobu Kanemaru, Daisuke Harada, Kota Suzuki und Hayata. Okay. Okay. Ja, ja, also, ne? Tag. Jetzt gucke ich noch bei den Tags rein. Wenn Basti guckt, können wir die Frage mal erweitern. Wen könnte man denn sonst als Rivalen von Tana im Jahr 2012 ansehen, wenn es nicht Okada werden soll? Wenn du sagst, wir nehmen Okada so ein kleines bisschen in den Hintergrund, bauen ihn langsam auf, nicht von 0 auf 100. MVP. Ja, genau. Ja, da war halt die Auswahl auch nicht wirklich groß. Ne? Der Roster hat auch noch nicht so viel hergegeben. Naito war noch lange nicht so weit. Das war ja auch mehr Zufall mit diesem ganzen LIJ-Ding, dass das so gut funktioniert hat. Gut. Shinsuke. Shinsuke. Ja. Naito... Ah, noch nicht so weit, ne? Er hat hier im Co-Main-Event gestanden. Gegen Muto. Also gegen Naito war halt zu dem Zeitpunkt noch Clean-Cut, Babyface und Auge aufreißen. Und ja, eben noch nicht Auge aufreißen. Viel später, ja. Sondern einfach nur komische Frisur, netter Tag-Team-Wrestler, Junior-Tag-Team-Titel, Heavyweight-Tag-Team-Titel gewonnen, aber dann wird's tatsächlich das war's dann halt auch schon. Shibata wäre halt möglich gewesen, aber der hat auch ewig keinen Vertrag unterschrieben. War das hier auch wieder so ein Koop-Ding mit Noah? Kann Goto. Das sein? Naja, Goto halt, aber ja, das ist ja, ne? Wär gar nicht mal so, naja, vielleicht doch Ishii irgendwann mal. Naja, gut, das wäre Wunschdenken. Also, ich glaube, Ishii hat, glaube ich, das gleiche Problem, wie es eben ein Ibushi zu dem Zeitpunkt hätte. Also, Ishii ist ja auch ein Outsider. Stimmt, der kommt ja auch nicht aus dem eigenen Dojo. Aha. Kam der Big Japan oder wo kam der her? Nee, vom wie ist er? Drachentor? Ricky Choshu Schule. Ja, genau. Die da. Also übrigens hat Kota Ibushi nichts gewonnen, also jetzt mal, ne? Bei Noah. Nichts. Wäre tatsächlich noch eine gute Unscripted-Frage, was wäre, wenn Okada sich... Okada nie, wenn der bei TNA geblieben wäre, oder so, keine Ahnung. Nichts. Hätte Dusche Pellasch auch ein gewaltiges Samoa Problem. Joe hat ihn jede Woche verprügelt. Aber du hast hier 2012 halt auch Noah Geiss auf der Card, ne? Du hast hier Go Shiozaki, Maru Fuji hast du auf der Card, du hast Sekura auf der Card, also quasi den jetzigen, fast Main Event von Noah. Die haben halt damals echt viel Kooperation. Und die waren damals Shows alle gehabt. Schon alt. Vor allem Secure war schon alt. Oh Gott. Mal, der ist jetzt 50 und blüht voll auf. Das ist jetzt nochmal den neuen Titel da geworden. Das ist der jüngste GHC National Champion aller Zeiten. Ja. Ja, also. Ansonsten hast du halt Makabe. Weiß ich nicht, ob der zu dem Zeitpunkt vielleicht Main Eventer hätte sein können. Ich bin da halt auch, ne? Ich meine, ich kenne die Leute alle vom Namen. Und auch von Matches natürlich, aber jetzt so, dass ich das dauerhaft in dem Produkt Maccabees so Title Run ist ja auch schon 3 Jahre her zu dem Zeitpunkt, glaube ich. Ja. Also, es ist halt schwierig, weil eben diese Down-Phase von New Japan noch gar nicht so lange weg ist zu dem Zeitpunkt. Das ist ja erst so 2010, 2011, dann der Umbruch.
wo es dann langsam wieder aufwärts geht. Also so weit sind wir noch gar nicht weg. Und wenn du dir anschaust, was zu dem Zeitpunkt immer noch in den Shows mit rumgehüpft ist, solche Leute wie Strongman, ja, der einfach nur ein Mann ist mit Muskeln auf den Muskeln und halt ein starker Mann, deswegen heißt er Strongman. Ja, da ist Bob Sapp ein Bewegungswunder dagegen. Du hast hier unheimlich viel halt auch dann, du hast einen Masato Tanaka hier auf der Karte, ne? Das musst du dir halt auch vor Augen führen. Naja. Und ein Giant Bernard. Geil. Gegen Tenzan, Kojima, die dann halt auch schon da gerade dann ihren Peak hatten eigentlich, also weg sind gerade runter, ne? Dann losgeht. Also alte Männer catchen. Ja, aber im Endeffekt musst du ja irgendwie frisches Blut reinbringen in dem Moment, wenn du sagst, Tana ist unsere Nummer 1 und wir brauchen jetzt irgendjemanden, mit dem er spielen kann. Die Paarung mit Shinsuke war halt auch nicht mehr frisch zu dem Zeitpunkt. Ne? Das hätte man noch machen können. Es gab ja mal diese Idee, die neuen drei Musketiere mit Tana, Shibata und Nakamura, aber Shibata war ja dann eine ganze Zeit lang weg und so ein bisschen Persona non grata. Also hast du ja im Endeffekt nur die Möglichkeit, wir hauen jetzt den großen Schockmoment raus und wir machen jetzt jemand von 0 auf 100 zum Star. Und ich meine, ich kann den Ansatz schon verstehen, den Alex da einbringt, eben mit Ibushi, der jetzt eben sich zeigt als durchaus valider Main-Eventer. Aber eben im Jahr 2012 hätte ich es einfach nicht gesehen, weil er einfach zu schmal ist. Weißt du, wenn alle anderen Stricke, alle anderen Kriterien beiseite gelassen werden, muss man einfach sagen, diese Gewichtsklassendenkweise ist immer noch dort fest etabliert und da ist er einfach zu schmal dafür. Es stehen hier jetzt mal Quizfrage an euch. Zwei Leute auf der Card auf 2012, die beide schon in Deutschland gekämpft haben. Wer? 2012. Bin ich gespannt. Das ist Wrestle Kingdom 6. Ja. Zwei Leute haben vorher schon Touren in Deutschland gehabt. Lass mal kurz über die Karte drüber schauen, weil ich habe die jetzt nicht. Ach, hast du gar nicht aufgemacht? Achso, ich dachte, du hättest sie auch mal zu nehmen. Ja, auf. Oh, nee. Ach, das habe ich alles im Kopf, ne? Ja, aus der Hosentasche ziehe ich das raus. David? Nein. War der erst danach? Ich glaube, der hat gar keinen Stint in Deutschland gehabt, oder? David war bei der WXW. Ja, dann sind es doch noch mehr. Also ich weiß jetzt auf jeden Fall von zweien. Ich habe David bei der WXW tatsächlich, das wäre mir neu, das habe ich noch nicht gesehen gehabt. Da, ich hab auf meiner schönen Wrestling-Festplatte WXW Fan Appreciation Night und da ist David als unangekündigter Gastwrestler am Start. Weißt du was? Kann man mal machen. Davey Richard müsste auf jeden Fall schon mal in Deutschland gewesen sein bei WXW. Tatsächlich. Da habe ich mich jetzt gerade, Entschuldigung, dann sind es doch einiges mehr. Rocky Romero dürfte auch schon mal da gewesen sein. Ich habe tatsächlich jetzt eigentlich gerade von Yushin van der Leiger natürlich gesprochen. Leiger war jetzt aber vor ein paar Jahren. CWA, wisst ihr, wie er da angekündigt wurde? Die japanische Kampfmaschine. Ja, Mann. Battle Leiger. Und surprise, surprise, ehemaliger Tag Team Champion in Hannover, Toru Yano. Was? Ja. Wirklich? EWP Tag Team Champion zusammen mit Kendo Kashin. Ach du Scheiße. Aber da war er noch Badass. Badass Yano, der so asozial mit Kendo-Sticks rumgelaufen ist und die ganze Zeit einem immer hier Sake ins Gesicht gepustet hat. Nett. Also Heel Yano war das. Nett. Ja. Ja, und danach, also in den Jahren später, haben wir dann noch Auftritte von MVP und Tana und ja, Liger kam auch noch. MVP steht hier auch auf der Card. Also. Ja, der war später, Jahre später auch nochmal in Deutschland. Jetzt gerade so, ja, jetzt vor ein paar Wochen. Gerade jetzt frisch gehabt, ja. Tanahashi war ja vor drei, vier Jahren bei der WXW mal am Start. Genau, ja, stimmt. Ja. Muto war, also, weiß ich gar nicht. Keiji Muto? Go Shiozaki war bestimmt auch mal bei dieser ganzen Noah-Verbindungsgeschichte mit am Start. Und genau wie in Mara Fuji wahrscheinlich auch. Entschuldigung, Takayama war auch schon mal da bei der WXW. Den wollte ich damals wollte ich auch nach Oberhausen fahren eigentlich, als er gekommen ist. Aber es hat nicht geklappt. Ja, Alex. Aber ansonsten,
Achso, ich wollte jetzt dachte, also entschuldige, ist ja. Halt noch drin. Ja, dann mach. Nee, ansonsten mach. Auf dieser Karte sehe ich halt absolut niemanden sonst. Außer Yoshihashi vielleicht. Das wäre eine viel interessantere What-If-Frage. Was wäre gewesen, wenn Yoshihashi gewonnen hätte? Dieses Match gewonnen. Oh, schön. Heben wir uns mal auf. Da würden wir uns drüber unterhalten in ein paar Jahren, wenn das ein Okada auf dem Weg zum Ring sich auf die Fresse legt. Mit dem Helm. Okay, dann würde ich sagen, Frage beendet. Ich habe keine Ibushi-Fürsprecher gefunden. Das war eigentlich das letzte Mal, dass Okada nur 4,5 Minuten gewrestelt hat. Ich meine, 20 ist ja Standard eigentlich, ne? Minimum in einem Singles-Match. Minimum. Ich glaube, im G1 hat er tatsächlich ein paar schnellere gehabt dieses Jahr. Gegen Toru Yano sind auch immer recht kurz. Das gegen Zack war, glaube ich, auch schneller dieses Jahr tatsächlich. Weil ansonsten ist es halt einfach, ab dem Zeitpunkt habe ich so das Gefühl, dass Okada nur 20, Minimum 20 Minuten Matches wirkt. Mhm. Naja. Unabhängig vom Thema, also egal ob jetzt Bastis oder Alex oder mein Thema, ihr da draußen könnt natürlich gerne eure Meinung auch dazu in die Kommentare schreiben, auf YouTube, auf Facebook, wie ihr das seht zu den verschiedenen Themen, die wir jetzt hatten. Wie wäre es mit Steve Austin verlaufen? Was wäre die Welt ohne Sensational Sherry? Und ist Kota Ibushi die größte verpasste Chance im Wrestling? Also, ich sage ja ganz ehrlich, ich habe diese Frage damals, ich grüße an Marius an der Stelle, der hat mich, wie wir im Hotel waren, ich glaube, was am Freitag oder am Samstag, der Aftershow-Party, gab es diese Frage, der hat sich da vorher auch mit irgendjemand aus England unterhalten oder irgendeinen Podcast, glaube ich, hat er gehört. Da in dem Podcast, das war auch, glaube ich, ein englischer Podcast, in dem Podcast waren sie sich wirklich einig, dass Okada nicht diesen Stint bekommen hätte, den er jetzt letztendlich bekommen hat, wenn Ibushi wirklich einen Vollzeitvertrag bei New Japan unterschrieben hätte. Die waren sich da völlig einig. Fanboys. Also es gibt Fanboys. Aber es gibt halt eben auch die argumentieren dann so wie ich und sagen, okay, vielleicht wäre doch Ibushi die safe Bank gewesen, aber gut, den Podcast müsste ich mir mal anhören, da kann ich mal vielleicht mal einen Link besorgen, wo er den angehört hat, dass ich mir das auch mal anhöre, aber das Thema hat man da und so gibt es auch durchaus Leute, die dann sagen, naja, Ibushi damals mit Vollzeitvertrag bei New Japan wäre vielleicht doch ein schnellerer Megastar geworden, als er jetzt ist und wie schnell es gehen kann mit Vertrag, sieht man halt in dem Jahr, er unterschreibt einen Vertrag, gewinnt einen G1 und steht jetzt bei Wrestle Kingdom Main Event, also möglich wäre es vielleicht doch gewesen, also keine Ahnung, was es da für Gedankenspiele gibt und 2010 kamen mir das erste Mal schon Gerüchte auf, beziehungsweise es wurden wohl damals schon Verhandlungen geführt, ob Ibushi vielleicht sogar 2010 schon fest zu New Japan geht, da war halt noch sehr loyal DDT gegenüber, weil er wollte halt nicht weg und dann gab es halt eben den 2013 diesen Spezialvertrag, wo er bei beiden Ligen unter Vertrag stand, also da war er vielleicht noch ein bisschen zu loyal, aber wenn er sich vielleicht 2010 schon entschieden hätte, zu New Japan zu gehen, dann auf ein, zwei Jahre gesehen, dann da schon Masse aufgebaut hätte, wäre vielleicht doch 2012 sein Jahr gewesen, also man weiß es nicht. Hätte alles kommen können, theoretisch, also da gibt es auch Fürsprecher für mich. Das streite ich auch gar nicht ab und wie gesagt, also wenn du jetzt sagst, wir geben ihm 2012 diesen Festvertrag und binden ihn für ein paar Jahre an uns, ne? Unter der Prämisse, dass er an Gewicht zunimmt und ein glaubhafter Heavyweight wird, kannst du natürlich hergehen und sagen, wir bauen da parallel zu Okada jemanden auf, der unser Junior Ace wird, das unabdingbare Junior Ace, und lassen ihn dann, wenn er auf dem Peak ist, hochgehen. Wie weit ist denn Dings dann noch weg eigentlich? Jetzt mal nur doof gefragt. Wo du sagst Junior Ace. Kushida eigentlich. Aber wie weit ist der denn noch weg? Da war, glaube ich, schon. Muss auch verletzt sein, weil sonst hätten sie doch auf die Karte gepackt. Oder war er auch so noch Young Lion zu der Zeit? Ich bei Wrestle Kingdom 7, glaube ich, stand er schon auf der Karte. Ein Jahr später. Bitte mal gucken. Hast du vorhin irgendwo gelesen? Oder? New Japan. Akebono. Okay. Ach du Scheiße. Wird ja immer schlimmer.
Loki, es wird immer schlimmer. bei Wrestle Kingdom 7 stand er im Dark Match. Ah. Naja. Mit Tama Tonga zusammen. Aber der ist auch schon bei 6 dabei. Der ist ja auch schon ewig mit dabei. Ja. Ja. Wie ist auch ein Ishii dann zum ersten Mal auf der Card? Mhm. Auch im Dark Match, ja. Naja. Oh, Shinjiro Otani. Oh, der hat auch immer noch was drauf. Eieiei. Ja. Selten, Leute. Ja, aber wie gesagt, das ist alles so ein Langzeitprojekt, meiner Meinung nach. Also von jetzt auf gleich, um die ursprüngliche Frage eben nochmal hochzuholen, wäre es mit Sicherheit nichts geworden. Wenn, dann eben parallel aufbauen, dass du eben ein bisschen in die Zukunft denkst. Aber wie gesagt, das ist das für 2-3 Jahre, was man ansetzen muss. Genau wie man halt auch in Omega jetzt auch nicht von jetzt auf gleich hochgezogen hat zum Megastar, sondern hat sich auch erst ein Jahr lang durch die Junior Division prügeln müssen. Ja, und da hat er erstmal Masse aufgebaut. Ja. Und da hat er erstmal ein bisschen an seinem Körper gearbeitet. Ja, hat sich ein bisschen was an Reputation erarbeitet. Und erst dann, nachdem er dann eben AJ aus dem Bullet Club geschmissen hat, war er überhaupt valider Heavyweight-Wrestler. Noch lange nicht Main-Event-Wrestler, sondern erstmal Heavyweight angekommen, ja, dann erstmal mit einem IC-Title und sowas, ne? Das war auch ein Prozess über 2-3 Jahre. Gut, das wäre sogar die nächste Frage, was wäre, wenn Ibushi wirklich dann Star-Champion gewesen wäre, wie schnell wäre dann der Aufstieg von dem Omega passiert, weil Tag-Team, ja, Golden Lovers und so, hätte man doch alles ein bisschen früher machen können, dann theoretisch, also so die Fehde gegen von den beiden. Aber gut. Da schon den Never Open Weight Title. Aber wäre er dann nicht vielleicht einfach nur im Tag Team versackt? Eine ganze Weile lang? Weißt du, weil du sagst jetzt hier Aufbau. Oder er hätte auch profitiert. Ja, aber du sagst jetzt hier Aufbau zum Topstar. Und wir kennen ja die Tag Team Division. Ja, die war auch 2012 noch nicht so geil. Mhm. Ist jetzt nicht so geil. Mhm. Das wäre halt so ein kleines bisschen Perlen vor die Säue werfen, fast schon. Das stimme ich dazu. Und die Golden Lovers von 2012 haben halt auch weit nicht das Standing, wie die Golden Lovers letztes Jahr gehabt haben. Als hier ja. Megastar Kota Ibushi und Megastar Kenny Omega auf einmal wieder zusammen sind, nach einer über ein Jahr langen Storyline und Aufbau und sowas. Das ist richtig, ja. Das hätte so nicht. Dann wäre es halt eins von vielen, weißt du, dann hättest du es halt gepackt gegen Apollo 55. Ja. Ja, oder gegen wie sind sie? No Limit. Yujiro Naito. Naito, oh, das ist doch Zeit. Aber das sind halt alles nur irgendwo Undercard, bestenfalls Midcard Tag Team Matches dann. Das ist auch wiederum richtig hier. Ja. Na gut, so wie es gelaufen ist, ist ja auch okay. Okada ist jetzt einer der Megastars aus Japan. Ibushi ist ja jetzt auch nicht so schlecht inzwischen. Ist ja auch ein Star geworden. Omega ist ein Star geworden. Naito ist ein Star geworden. Ach, was immer mehr. Übrigens, ich habe jetzt halt nochmal nachgeguckt. Ich bin halt auch doof. Ich habe es halt nicht gesehen. Kushida steht natürlich hier im Jahr 2012 schon auf der Card. Okay, dachte ich ja. Doch. An der Seite von Liger, Mascara Dorado, Dorada und Tiger Mask. Und Alex, damit du beruhigt dann einschlafen kannst, ich glaube, die Chancen sind für Ibushi heutzutage besser, ein großer Star zu werden, als eben damals. Nicht nur, weil er jetzt eben körperlich anders ist und vielleicht auch geistig reifer, wie es eben Basti auch schon gesagt hat, sondern weil wir jetzt halt auch, glaube ich, mittlerweile so ein kleines bisschen in die Phase kommen, wo die Fans, die Wrestling-Fans, Okada als Champion überdrüssig sind, einfach was anderes an der Spitze sehen möchten. Ja, wo du einfach weißt, ja, Okada ist ein richtig geiles Steak, aber wenn du jeden Tag richtig geiles Steak bekommst, hast du auch irgendwann Bock auf was anderes. Das stimmt, ja. Das ist richtig. Und gerade jetzt auch, wo ein Tanahashi dann langsam abtritt. Also ich sag mal so, wenn es nicht bei Wrestle Kingdom passiert, dann wird es aber irgendwann im Laufe des nächsten Jahres oder spätestens zum Wrestle Kingdom übernächstes Jahr, ist Ibushi wird 100% IWGP Heavyweight Champion noch. Der bekommt diesen Run. Da gebe ich Brief und Siegel drauf. Naja. An der Stelle einfach nochmal Werbung. Hört in den Power Struggle Roundtable rein, den Chris und ich gemacht haben. Da booken wir bis April das New Japan Title Geschehen komplett durch. Wo auch ein Herr Ibushi das ein oder andere Mal genannt wird. Mit Sicherheit. Gegner braucht man ja immer, also Herausforderer auf den Titel braucht man immer. Also so ist es ja nicht, ne? So schaut es nämlich aus. Gut.
Zufrieden, Alex? Also gut, ich bin zufrieden. Bisschen Japan, bisschen Ibushi mit in den Podcast gebracht, ist nie verkehrt. Basti, du auch zufrieden? Ja, sicher. Gut, ich bin auch zufrieden. Dann sind wir jetzt alle drei glücklich und dann könnte ich durchaus hier so langsam den Stecker ziehen. Ja. Sven macht den Deckel sowas von drauf. Wer sagt denn so einen Käse, ey? Jemand, der vielleicht bald zurückkehrt. Ach. Boah, das ist jetzt die Timebomb ist am, ne? Ist gezündet. Timebomb-Deeds. Leo ist bestenfalls die Daryl-Puppe. Also. Oder Percy. Oder Percy, das kleine Plüschschwein. Ja, ich kann mir Leo so als kleines Schweinchen schon vorstellen. Egal. Habt ihr noch was loswerden möchten? Ja, ich prophezei Podcast jetzt einfach, weil ich nicht so schnell so oft dazu komme, über New Japan zu reden, dass bei diesem Match zwei Maskottchen mit am Ring sein werden. Ein übergroßes Schwein und ein übergroßer Daryl. Das ist einfach mal so eine Prediction, die ich in den Raum Und der schreibe. Sohn von Daryl. Ach, der hat auch einen Sohn. Oh ja. Und eine Frau. Okay. Stimmt, der ist weiter. Riesengroße Familie mittlerweile. Saugeil. Gut. Gut, also, wo ihr kommentieren könnt, habe ich vorhin schon gesagt. Ihr könnt natürlich auch einfach auf wrestling-talk.de gehen. Dort sind alle Anlaufstellen verzeichnet. Da könnt ihr euch gerne das raussuchen, wo ihr uns am liebsten hört. Und wie gesagt, wenn ihr uns helfen wollt, dann gebt uns Feedback, dann können wir uns auch verbessern. Und generell, gerade bei den YouTube-Kommentaren, jeder Kommentar hilft uns weiter, weil wir dann einfach besser gefunden werden vom Algorithmus und auch anderen Leuten den Weg ins Licht zeigen können. Richtig. Auf unserer Mission zur Erziehung zu guten Wrestling-Fans. Gut, das war's von meiner Seite. Dann würde ich sagen, Basti, du darfst dich verabschieden. Ich darf mich verabschieden, dann mache ich das doch gerne. Ich sage einfach ganz kurz und knapp, gut Catch und bis zum nächsten Mal. Dann würde ich sagen, Alex, du darfst dich verabschieden. Goodbye and good night. Bang. Dann würde ich sagen, Sven, du darfst dich verabschieden. Dann sage ich danke, Alex, danke, Basti, danke euch da draußen fürs Zuhören. Bleibt uns sauber, habt viel Spaß beim Catch. Bis zum nächsten Mal. Wanker, Wanker.